Servus und hallo, ich bin's der Monty. Ihr seid bei Brettspiel Live und heute an dem wunderschönen Samstagabend möchte ich euch was ganz Besonderes vorstellen. Da steht's, Arborea. LA Cat Games hat das Original rausgebracht. Skellig wird das Ganze lokalisieren und naja, schauen wir es uns einfach mal an. Aber vorerst das Intro. Seid ihr hoffentlich alle wach. So, mal gucken. Heute scheint es ein bisschen besser zu gehen. Ich will es mal nicht verschreien. Ah, sehr schön. Skellig November. Skellig November heißt jeden Samstag ein anderes Skellig-Spiel, das jetzt herausgekommen ist oder demnächst lokalisiert herauskommen wird. Vergangenen Samstag war es Septima von Mindclash. Heute widmen wir uns Arborea, ich weiß es nicht, überlasse ich euch.
Ich sag's einfach mal so. Geiles Teil. Optisch, ihr werdet es gleich sehen, wenn es auf dem Tisch liegt. Hat ein bisschen was von Psychedelic. Aber egal, mir gefällt's, passt, ist stimmig. Und das ganz Besondere für alle Daniele Taschini-Fans ist das hier ein richtiger Leckerbissen. Erkläre ich euch aber gleich. Schalten wir gleich mal um, ich weiß es nicht. Dani, ach nö, machen wir erstmal hier noch ein paar Eckdaten. Ha? Dani Garcia, so heißt der Autor. Ich glaube, es ist sein Erstlingswerk und ich hatte es gerade schon erwähnt, der scheint ein riesiger Fan zu sein vom Daniele Taschini. Was nicht zum Nachteil ist für das Spiel, hoffe ich zumindest. Wen haben wir denn alles da? Die Nele, Hallöchen. D.K. Hallo, ihr zwei. Ja. 11.11. Faschingsauftakt. Ja. Geht an mir vorbei. Ich sag's, wie es ist. Fasching ist überhaupt nicht meins. Muss wegen mir nicht gefeiert werden. Aber wer will, soll es machen. Kein Problem. Marc, grüß dich. Freut mich. Schön, dass ihr da seid. Verrücktes Spielchen, ganz ehrlich. Aber wir schalten mal um. Gehen wir aufs Board. Verlieren wir keine Zeit. Und ja, bitteschön. Klappt's? Klappt. So. Da ist das verrückte Ding. Ziemlich heftig, wenn man das erste Mal drauf schaut. Allein schon die Schachtel. Ja, die Schachtel macht natürlich schon einiges her. Lässt auch überhaupt nicht drauf schließen, um was es da denn wirklich gehen könnte in Arborea. Grüß dich, Thomas. Hallo nach Österreich. Freut mich. Tatsächlich ist das Thema auch, ich weiß nicht, ich sag mal austauschbar. Das Thema ist relativ egal. Um was geht's? Wir sind mal wieder, wir kennen es ja schon von Bitoku her. Wir sind ein Spirit, ein großer Spirit, also ein Geist, der in einer utopischen Welt, die eigentlich dystopisch, muss man schon fast sagen, die zerstört wurde durch irgendwas. Das wird nicht so genau beschrieben. Wir versuchen in dieser Welt die Personen, die noch leben, dazu zu überreden oder dazu zu bringen, für uns Dinge zu sammeln, Ressourcen und andere Sachen, um diese dann zu nutzen, ein neues Ökosystem aufzubauen. Warum wollen wir das machen? Durch das, was da passiert ist, sind alle möglichen Kreaturen, die es auf der Welt gibt, davongerannt, in Panik, haben alle Angst, sind verschreckt. Und wir wollen denen jetzt wieder ein neues Zuhause liefern, indem wir ihnen ein Ökosystem aufbauen und diese dann in das Ökosystem führen. So, das ist so die grobe Geschichte dahinter. Wie gesagt, relativ austauschbar. Wichtiger sind jetzt die Mechaniken, die da reinkommen. Ich hatte es eben schon erwähnt, der Autor, ich muss immer mal spicken, ich kann meinen Namen so schlecht merken, Danny Garcia heißt der. Wahrscheinlich sein Erstlingswerk, zumindest kenne ich den Autor noch nicht. Der scheint ein wirklich großer Fan von Daniele Taschini zu sein. Er hat aber auch eigene Sachen mit reingebracht, sehen wir dann gleich. Aber viele Kernelemente oder Kernmechaniken sind so beziehungsweise so ähnlich ein bisschen abgewandelt in dem ein oder anderen Taschini-Spiel zu finden. Und ihr kennt mich, beziehungsweise wenn ihr den Kanal gut kennt, wisst ihr, dass Taschini einer meiner Lieblingsautoren ist, tatsächlich. Und so war ich auch sehr gespannt natürlich auf dieses Spiel. Man kann es von 1 bis 5 Personen spielen. Der Solo-Modus spielt sich gegen einen Automa, also ein tatsächlich Zwei-Personen-Spiel gegen einen Automa. Der Automa wird natürlich Punkte sammeln und ist wie immer schwer im Vorteil, was das Punktesammeln angeht, zumindest dem Spieler gegenüber. Man kann den Automa in verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen. Und das, was ihr hier jetzt seht, ist erstmal die englische Kickstarter-Variante. Die deutsche ist noch nicht da.
Ich weiß auch gerade nicht, da muss ich bei Skellig mal nachhaken, ob in der deutschen, die Skellig dann vertreiben wird, das Material wie im Kickstarter ist, beziehungsweise ob auch die Erweiterungen, die über den Kickstarter mit in das Spiel gekommen sind, da gibt es deren zwei, ob die da auch mit dabei sind. Ja. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ist recht mau heute, die Beteiligung. Nur 8. Ja, vielleicht haben die Leute alle ein bisschen Angst vor dem Spiel. Das kann durchaus sein, ne? Die Farben ziemlich verrückt. Das, was man auf dem Spielplan sieht, ist noch verrückter. Vielleicht ist es ähnlich wie auch damals Trismegistus. Eher so ein Spiel, das unterm Radar läuft, weil die Leute ein bisschen Schiss vor so einem Spiel haben. Und damit vielleicht auch kein Interesse. Ich weiß es nicht. Wäre schade. Ihr werdet es gleich sehen. Ja, gehen wir mal rein ins Spiel. Schauen wir uns mal den Aufbau an. Gucken wir mal, was habe ich da alles. Wir brauchen nicht viel für den Aufbau. Klar, Playerboard sehen wir hier unten. Der zweite Spieler kriegt natürlich auch ein Playerboard. In unserem Fall ist es ja der Automa. Für den Automa drehen wir einfach eins der Boards um. Ja. Des Weiteren haben wir die Ökosystemkarten. Die liegen hier oben am Rand. Die sind nicht ganz im Bild, ist aber nicht schlimm. Hier sieht man es auch nochmal. Wir gehen im Spiel ja dann auch noch näher auf die Ökosystemkarten ein. Wichtig ist nur, es gibt vier verschiedene Klassen von diesen Karten. Unterscheiden sich dadurch, dass unterschiedliche Anzahl an Ressourcen verlangt wird, um die Karte entsprechend dann auch zu aktivieren, also auszulösen. Da gibt es von links nach rechts die Rot, Gelb, Grün und Blau, drei Ressourcen, vier, fünf und sechs Ressourcen. Die Anzahl der Ressourcen ist dann auch gleichzeitig die Anzahl der Habitate auf der anderen Seite der Karte. Ihr seht es hier, so sieht die andere Seite der Karte aus. Das sind maximal sechs Habitate drauf. Wenn es nur drei Ressourcen wären, sind nochmal drei Felshabitate dabei. Das sind Leerhabitate, die uns erstmal nichts bringen. Ja, wie das Ganze funktioniert, sehen wir dann natürlich in den Regeln. Ich erkläre erstmal, wo ist was. Dann haben wir natürlich hier das Spielbrett. Umlaufend haben wir die Siegpunkte, in unserem Fall Reputation Points. Wir haben hier ganz oben den Bereich Borderland, der Bereich, in dem wir die Kreaturen sammeln werden. Dann haben wir hier rechts den Spielrundenfortschritt. Gehen wir alles noch genauer drauf ein. Hier in der Mitte sind 8 Wanderbereiche, also ehemalige Ökosysteme, die für sich jedes unterschiedlich spezialisiert ist in dem, was ich dort bekommen kann. Und natürlich als Kernmechanismus der Pfad, der Weg, entlang dessen ich mich bewegen werde, um dann in die entsprechenden Ökosysteme reinzugehen und dort die Ressourcen und Aktionen zu sammeln. Zusätzlich gibt es hier außen, seht ihr, für jedes ehemalige Ökosystem noch so einen kleineren Bereich, in dem ich mir Geschenke abholen kann. Kommen wir noch genauer drauf. Hier unten auf der linken Seite seht ihr den Bereich für die Ware, die wir brauchen, also die Ressourcen. Da gibt es deren 6. Genauso viele, das seht ihr hier oben, 6 Kreaturen werden wir versuchen zu sammeln. Rechts daneben haben wir den Bereich für die Seasons, also Winter, Herbst, Frühling und Sommer. Dann hier eine kurze Übersicht, wie ein Zug ablaufen wird. Und oben drüber haben wir unseren Spirit. Das ist quasi so eine Art Energie, die wir haben, die wir ausgeben müssen, die wir aber auch wiederbekommen, indem wir diverse Aktionen ausführen. Ich zeige euch mal die Kreaturen, um die es geht. Das wären hier 6 davon. In der Kickstarter-Variante des Spiels sind so schöne Schächtelchen dabei, die man zusammenbaut. Hier seht ihr zum Beispiel das Schächtelchen für das Spielermaterial. Ob das dann in der Retail von Skellig auch so sein wird, weiß ich leider nicht. Das war es im Groben auch schon.
Mehr gibt es nicht. Ja. Bisschen enttäuschend vielleicht. Mal schauen, was da draus gemacht wird. Aber ich denke, es wird nicht schlecht. Valentina, irgendwie wird es frisch dahin. Bist du sicher, dass überall Fenster zu sind? Hast du oben aufgemacht? Ehrlich? Ja. Vielleicht sollten wir die Tür vorne zumachen. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, genau. So sieht's aus. Also das wäre der prinzipielle Aufbau. Das Spiel sieht für, egal wie viele Personen mitspielen, also 1 bis 5, immer gleich aus. Der Unterschied, ähnlich wie auch bei Taschini-Spielen, zum Beispiel Teotihuacan, ist hier oben im Spielrundenfortschritt. Je nachdem, wie viele mitspielen, setze ich den Sonnenmarker auf eine andere Position, also spiele ich mehr oder weniger. Ansonsten gibt es nur noch einen Unterschied beim Bezahlen an einer Position, und zwar wenn ich bei einem meiner Schritte in meiner Runde einen Zusatzschritt mache, sind die Kosten, die ich dafür bezahlen muss, in Spirit abhängig von der Spieleranzahl. Ja, soweit hierzu. Wen haben wir noch dabei? Marco Mauermann. Grüß dich. Hallo Marco. Und Blue Fox Miebel ist da. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Freut mich. Genau. Habt ihr das schon mal gespielt? Habt ihr das selber schon mal auf dem Tisch gehabt? Ich weiß nicht, wer hat den Kickstarter unterstützt? Ich habe auch keine Ahnung, ob der schon ausgeliefert wurde. Oder ob ich hier jetzt einfach nur ein Exemplar eben von Skellig da habe. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Prost, ich trinke mal einen. Ich bin mal ganz ehrlich, als ich das Teil bei Kickstarter gesehen hatte, war ich auch, also ich habe mir das natürlich durchgelesen, war klar, anhand der Beschreibung der Aktionen, die man machen kann, ist genau mein Ding. Aber trotzdem, die Optik hat mich schon erst einmal etwas nachdenklich gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der schaut schon wirklich crazy aus. Vielleicht auch eher nichts für Personen, die mit Farbe eher ein Problem haben. Ich weiß nicht, Achim ist, glaube ich, gerade gar nicht da. Nee, zumindest hat er noch nicht Hallo gesagt. Sollte er noch kommen. Das ist ja auch eher jemand, der mit dem Unterschied der Farben Probleme hat. Würde mich interessieren, ob das für ihn gehen würde oder nicht. Ja, kommen wir zu den Regeln, würde ich sagen. Wie funktioniert das Spiel? Okay, also. Fangen wir vielleicht so an. Und da könnte ich dann, Moment, ich schalte mal um, ich kann euch das ein bisschen größer zeigen. Ich habe hier ein bisschen verschiedene Kamerawinkel mit drin. Ich muss nur gucken, was ich euch zeige. Ich zeige euch erstmal das hier. Fangen wir hiermit an. Genau, also, das hier ist das Playerboard. Ihr habt 3 Slots für noch nicht gelöste Ökosystemkarten, die kommen hier oben rein. Wenn da 3 liegen, ist erstmal vorbei, könnt ihr keine weitere nehmen. Dann haben wir hier den Bereich für die Geschenkewürfel. Ich hatte es euch vorhin auf dem Hauptspielbrett gezeigt, in jedem ehemaligen Ökosystem gibt es einen Geschenkebereich. Und um diesen zu aktivieren, muss ich einen meiner Würfel da reinlegen. Hey, der Renato, grüß dich. Hallo aus dem Look. Lese ich das richtig? Höre gespannt zu. Okay, sehr schön, freut mich. Genau, muss ich also erst aktivieren, das mache ich mit so einem Würfel. Dann habe ich hier im rechts oberen Bereich den Sammelplatz für die Kreaturen. Da gibt es deren 2. Zum einen gibt es die Kreaturen, die ich während der Runde bekommen habe. Die kommen hier rechts rein. Die muss ich auch, sofern es geht, während meines Zuges, also am Ende des Zuges, in mein neues Ökosystem bringen. Schaffe ich das nicht, kann ich die Kreaturen rüberbringen in den abgezäunten Bereich. Wichtig hierbei, sobald hier Kreaturen drin sind, ich kann immer, wenn ich eine normale Kreatur vom Feld ausspiele während der Runde in mein Ökosystem, darf ich zusätzlich
eine Kreatur aus dem umzäunten Bereich hinzunehmen. Aber nur eine, wenn da mehr drin sind, trotzdem nur eine. Zum Spielende sollten da keine drin sein, weil wir wollen unsere Kreaturen ja nicht als Haustiere halten. Somit ist es Ziel, die da rauszubekommen, denn jede Kreatur, die hier noch drin ist, bringt mir Minuspunkte. Ganz schlechte Sache. Was sehe ich hier noch? Hier unten, da wären unsere, ich nenne sie mal Bürger, unsere Mitarbeiter in dem Sinne, weil wir schicken sie ja gleich auf Tour, um Ressourcen für uns zu sammeln. Die gibt es in drei Altersklassen. Also es gibt die Jungen, die habe ich hier oben. Das sind eigentlich drei, aber zum Spielbeginn kriege ich schon mal einen hier runter. Dann haben wir die, ich nenne sie mal Erwachsene oder Heranwachsende, die Jugendlichen hier auf der rechten Seite. Und ganz unten, die beiden Großen zumindest hier, das sind die alten Hasen. Der Unterschied ist der, die beiden alten Hasen brauchen keine Pause. Das heißt, wenn ich die jetzt gleich auf Wanderschaft schicke, um mir Ressourcen zu besorgen und ich die irgendwann wieder bekomme, dann kommen die gleich hier unten rein und ich darf sie in der nächsten Runde wieder einsetzen. Die Jungen und die Jugendlichen, die muss ich aber erstmal hier oben in die Ruhezone bringen und über eine Aktion, die ich hier sammeln kann, bekomme ich dann entsprechend die Jungen und die Jugendlichen wieder hier runter in meinen verfügbaren Bereich. Das wäre das hier. Rechts daneben werde ich dann mein Ökosystem aufbauen, so eine Ökosystemkarte. Ich hatte sie euch vorhin schon mal gezeigt. Nee, jetzt bin ich aus dem Blick. Hier ist sie. Sieht so aus, hat also maximal 6 verschiedene Biome, also auf der Karte drauf. Wie man die dann ranpuzzelt, schauen wir uns noch an. So, das wäre erstmal dieses, dann gehe ich hier wieder weg. Wie funktioniert jetzt so eine Runde? Wenn wir dran sind, haben wir 4 Steps, die wir durchlaufen müssen. Der erste Step, und dazu würde ich sagen, gehe ich jetzt mal aufs Board. Auch das habe ich euch noch ein bisschen größer dargestellt. Machen wir hier. So, wenn ich jetzt dran bin, darf ich als ersten Step entscheiden, ob ich einen der Wege, das hier sind die Wege, in Richtung Mitte des Spielbretts bewegen möchte, und zwar um eine Position. Würde in unserem Fall dann so ausschauen, wenn ich jetzt hier unten den Weg hernehme, ich schiebe das ganze Konstrukt 1 nach links. Oder ich setze einen meiner Bürger, meiner Mitarbeiter hier unten auf einen der Pfade. Die Einsetzpunkte der Pfade sind immer gleich. Hier oben drüber seht ihr die entsprechende Grafik. Nur auf diese Stellen, auf den 4 Pfaden, darf ich jemanden einsetzen. Wenn hier schon jemand drauf sitzt, kann ich keinen weiteren hier reinbringen. Das geht nicht. So, wer die Taskini-Spiele kennt? Taskini? Ja, passt schon. Turchi ist der andere, Taskini. Ich komme immer durcheinander. Daniele Taskini. David Turchi ist ja der Solo-Spezialist. Daniele Taskini. Muss man aufpassen, dass ich da nicht durcheinander komme. Genau, wer die Spiele kennt, hat vielleicht hier jetzt schon die erste Erinnerung an eins der Spiele und eine Mechanik aus diesem Spiel. Wer von euch Tolkien kennt, kennt ja die Räder, ja, die Zeiträder. Auch dort habe ich einen Startpunkt, an dem ich einen Arbeiter einsetzen kann. Und auch die werde ich dann über die Zeit, die vergeht, entsprechend immer weiter drehen. Und je weiter ich auf dem Zeitrad von Tolkien komme, desto besser ist die Aktion, die ich bekomme. Hier ist es genauso. Wenn der Miepel sich dann oder der Mitarbeiter sich dann weiter nach links in Richtung Mitte des Boards bewegt, werden die Möglichkeiten, die er dann nutzen kann, auch immer besser. Genau, also das wäre mein erster Step. Entweder ich bewege einen der Pfade um einen Schritt nach links oder ich setze einen meiner Mitarbeiter ein, sofern ich noch einen zur Verfügung habe. Was klingst du so? Nee, eigentlich nicht.
Ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich mich entschieden habe, was ich machen möchte, zwei Spirit auszugeben. Also beim Zwei-Personen-Spiel sind es zwei Spirit, beim 3- bis 5-Personen-Spiel wären es drei Spirit, um Gottes Willen, um einmal zusätzlich, gehst du rauf? Ciao. Ciao. Um einmal zusätzlich eins der beiden Dinge machen zu können. Also nochmal, entweder den Pfad bewegen oder eine Person einzusetzen. Das wäre der erste Step. Da passiert noch nicht viel. Ich bringe nur einen Arbeiter rein. Im zweiten Step, das wird jetzt das Wichtigere eigentlich in dem Spiel, im zweiten Step kann ich die Arbeiter, und zwar bis zu zwei in der Basisversion, von einem Pfad in das entsprechende Ökosystem bewegen. Also auf die ganzen kleineren Wege, die ihr hier seht. Ja, oberhalb und unterhalb eines Pfades befindet sich immer ein Konstrukt, ein kleiner Irrgarten quasi, aus Wegen und unterschiedlichen Aktionen, die ich damit auslösen kann. Aber auch da habe ich noch nichts gemacht. Ich sage nur, ich möchte vom Pfad runter und gehe quasi an den Startpunkt eines solchen Weges. Ich habe mich dann aber noch nicht bewegt. Das kommt erst in einem späteren Step. Faktisch ist es so, je weiter ich mit meiner Figur, ich lege jetzt mal hier einen drauf, je weiter ich Richtung Mitte unterwegs bin mit meiner Figur, desto mehr Auswahl habe ich, welchen Pfad ich gehen möchte. Ich könnte jetzt mit dieser Figur, da sie sich auf diesem Pfad hier befindet, könnte ich entweder nach oben und dürfte dann hier diesen Weg gehen oder ich gehe nach unten und dürfte diesen Weg gehen. Ich kann aber auch sagen, wenn ich hier bin, ich nehme einen weiter rechts. Also alle Ausstiegspunkte, die ich bisher überquert habe, darf ich zusätzlich wählen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es dürfen auf so einem Ausstiegspunkt auch beliebig viele Arbeiter stehen oder Bürger, je nachdem, wie man es nennen möchte. Auch unterschiedlicher Farbe, also unterschiedlicher Mitspieler. Gut, was passiert, wenn der hier hinten drauf kommt, also wenn ich jetzt den Pfad so weit geschoben habe, dass ich am Ende ankomme, dann wird noch einmal geschoben, dann seht ihr hier, wird ein neues Feld frei und den vorderen Pfad muss ich wieder nach hinten legen. Ich nehme den und lege den wieder nach hinten und kann wieder weiterschieben. Wichtig dabei, sollte bis da hinten noch jemand auf dem Pfad liegen, muss der sofort runter. Und der Mitspieler, darf sich überlegen, wo er den Mitarbeiter entsprechend platziert. Der fängt nicht wieder von vorne an oder fällt aus dem Spiel raus, wie bei Zeugin ist es ja so. Wäre hier nicht der Fall. Okay, ich drehe die mal wieder zurück. Gut. Auf manchen Pfaden seht ihr Symbole. Die Symbole, es gibt deren vier unterschiedliche, sind für die entsprechenden Jahreszeiten hier unten, also die Saison, wenn man so möchte, Winter, Herbst, Frühling und Sommer. Immer wenn ich dort einen meiner Bürger einsetze, und das ist so eine Disk unten drunter, dann bekomme ich einen Schritt auf dem entsprechenden Bereich. Das seht ihr jetzt nicht, das ist außerhalb. Ich gehe noch mal genauer darauf ein und zeige euch das dann. Das wird ein Punktemultiplikator sein, gucken wir uns nachher noch an. Ja, also das wäre so die Main-Mechanik. Im Schritt 2 darf ich also zwei meiner, sofern ich die auch habe, bis zu zwei meiner Bürger auf die entsprechenden oder von dem Pfad nehmen, auf die entsprechenden Startpunkte setzen. Wenn ich zwei Spirit ausgebe, darf ich noch einen dritten dazu nehmen. Kommen wir zum dritten Step, den ich durchlaufe. Im dritten Step darf ich eine und nicht mehr als eine, sondern wirklich nur diese eine Ökosystemkarte aktivieren. Zum Aktivieren einer solchen Karte muss ich die drei Ressourcen, die auf der Karte abgedruckt sind, so, Moment, ich nehme das mal wieder weg, sonst seht ihr das gar nicht, was ich zeige. Na? So, genau, das sind die Ökosystemkarten im dritten Step.
darf ich eine dieser Ökosystemkarten, die bei mir liegen, aktivieren. Dazu muss ich diese drei Ressourcen ausgeben. Dann darf ich mir den Bonus, der hier oben abgedruckt ist, entsprechend nehmen. Drehe die Karte rum und ihr seht, dann bekomme ich ein entsprechendes Ökosystem mit unterschiedlichen Habitaten. Jetzt sind das hier ja welche mit drei Ressourcen. Wenn ich rumdrehe, seht ihr, die drei Ressourcen entsprechen diesen drei Biomen und die anderen drei bleiben als Steinbiom frei. Okay, das wäre der dritte Step. Was kann ich jetzt mit diesem Biom machen? Schauen wir uns natürlich gleich mal an. Gehen nochmal auf mein Playerboard. So, jetzt seht ihr hier mein Startbiom, also mein Startökosystem und die Biome, wie sie drauf sind. Jetzt habe ich diese hier entsprechend aktiviert und jetzt kann ich die hier herpuzzeln. Da gibt es natürlich bestimmte Regeln. Mindestens ein Biom muss an ein bereits liegendes orthogonal angrenzen. Also zum Beispiel so oder so. Diagonal ist nicht erlaubt. Ich darf es aber auch so hinlegen oder so. Zusätzlich darf ich diese Karte immer 90 Gradweise drehen, wie ich das möchte. Ich darf das darunterliegende überdecken. Entweder nur mit einem Teil oder mit mehr als einem Teil. Zum Beispiel auch so oder so. Wichtig dabei ist, es muss immer ein Biom sichtbar sein. Also ich darf die Karte nicht komplett überpuzzeln. Okay, warum mache ich das Ganze? Wenn ich entsprechend Kreaturen aus dem oberen Bereich in mein Ökosystem gelockt habe, müssen diese Kreaturen ja hier aufs Ökosystem gelegt werden. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Also gehen wir mal aus. Ich habe hier jetzt einen ich kann mir die Namen nicht merken. Moment. Ich gucke schnell nach. Wie heißt der? Mushfrog. Genau. Wenn ich jetzt diesen Mushfrog habe, also einen Frosch mit Pilzen drauf. Ich zeige es euch mal ein bisschen größer. Moment, ich muss sehen, wo ich bin. Hier. So sieht er aus. Wenn ich den jetzt habe, würde ich den hier in mein Habitat legen, also in mein Ökosystem auf dieser Habitatkarte. Wichtig hierbei, ihr seht es auf den Karten, gibt es diese Kreuzungspunkte und immer auf so einem Kreuzungspunkt darf so ein Teil liegen. Also ich muss immer um dieses Tier herum vier Biome haben. Ich dürfte es jetzt also nicht hier außen an den Rand legen, weil ich ja nur zwei Biome überdecke. Ich muss es entweder hier hinlegen oder hier hin. So, weiter. Wenn ich jetzt mehr als eine Kreatur habe, die zweite Kreatur, zum Beispiel hier, Moment, dieses Teil hier, kann man es erkennen? Stellt gerade nicht wirklich scharf, ne? Kann man nicht erkennen. Ich versuche es euch nachher nochmal zu zeigen. Kamera stellt gerade nicht scharf. Wenn ich den jetzt hier drauf puzzle, ich habe aktuell nur den einen freien Platz, hier darf er aber nicht her, weil diese Kreatur diese vier Biome bereits beansprucht. Ich muss also mindestens einen freilassen. Hierher darf ich nicht. Ich darf nicht direkt angrenzend. Ich dürfte aber diagonal ran. Also diagonal angrenzend darf ich legen, aber nicht orthogonal angrenzend. Ja, das wäre die Geschichte mit den Ökosystemen. Ich schalte hier wieder zurück. Und wir gucken wieder aufs Board selbst. Der vierte Step liegt an. Im vierten Step muss ich die Ressourcen, die ich während des Spiels gesammelt habe, zu Punkten machen. Also sofern ich sie nicht ausgegeben habe, bekomme ich jetzt Punkte dafür. Für die, die ich nicht ausgegeben habe sozusagen. Und danach werden sie öffentlich verfügbar sein. Ich zeige euch dazu nochmal das Board mit dem Ausschnitt Ressourcen hier unten. Gehe aber erstmal hier auf den Season-Bereich ein. Ich hatte es
oben schon, wenn ich auf so eine Disk komme, darf ich den entsprechenden Bereich um 1 erhöhen. Also meine Miebel liegen alle hier unten. Wenn ich jetzt, wie vorhin gesehen, auf so eine blaue Disk meinen Burger einsetze, dann darf ich auf der Leiste für blau 1 nach oben gehen. Hier seht ihr Multiplikatoren, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das ist auf der kompletten Leiste immer gleich. Und hier oben seht ihr eine Bedingung. Die Bedingung ändert sich von Spiel zu Spiel. Die wird random entsprechend ausgelegt. Ihr seht, da gibt es ganz viele. Das wären diese hier. Ich habe jetzt zufällig diese hier. Würde bedeuten, jetzt aktuell bekomme ich hier oben für jedes noch sichtbare Steinbiom in meinem Ökosystem einen Punkt und der Multiplikator ist 1. Wenn ich hier oben wäre, würde ich den Multiplikator 4 bekommen, also ich gucke, wie viele Punkte habe ich hier oben gemacht und multipliziere den dann mit 4. Okay, das wären die Season-Bereiche. Kommen wir zu den Ressourcen. Während ich meine Bürger auf Wanderschaft schicke, ja, werden sie mir diverse Ressourcen sammeln. Es gibt 6 Ressourcen. Die Ressourcen sind quasi auch immer so ein bisschen zugeordnet, genauso wie die Biome, zu den Kreaturen. Nicht wirklich immer 1:1, aber teilweise. Hier vorne zum Beispiel ist ein Baum. Dann haben wir hier Korallen. Das hier kann ich nicht entziffern, was das ist. Blumen, glaube ich. Ja. Das hier sieht mal aus wie so Seetang. Das hier sind Mushrooms, also Pilze. Und hier ganz außen ist Wasser. Oh, wie funktioniert das jetzt? Wenn ich auf meinem Pilgerpfad, also auf meiner Wanderung, auf ein entsprechendes Ressourcensymbol komme, nehme ich den oberen und schiebe ihn 1 nach oben. Das sind 2 geteilt. Der Boden bleibt hier unten liegen. Und der obere Teil dieser Ressource, des Anzeigers, wandert um 1 nach oben. Bekomme ich noch eine Ressource, geht er um 2 hoch, noch eine geht er um 3 hoch. Hier oben. Jetzt weiß ich, ich habe in meinem Zug 3-mal diese Ressource bekommen. Wenn ich die jetzt nicht ausgebe, und ausgeben muss ich sie ja, um entsprechend mein Ökosystem zu erweitern, wenn ich sie nicht ausgebe, würde ich jetzt im 4. Step entsprechend Punkte bekommen, und zwar die Punkte, die hier frei liegen. Das wären in meinem Fall 3 plus 3 plus 2. Also ganze 8 Punkte, die ich jetzt kriegen würde, weil ich die Ressource, die ich gesammelt habe, nicht ausgegeben habe. Nachdem ich das alles berechnet habe, schiebe ich den Boden hier oben wieder zum Oberteil. Ihr seht, es ist es wieder zusammen. Und ab jetzt ist die Ressource öffentlich. Das heißt, ein Spieler in einem nächsten Zug, also nach mir, darf jetzt diese Ressource für sich verwenden. Wenn er die zum Beispiel auf seinem Ökosystem braucht, also auf seiner Karte, um sie zu aktivieren. Er bekommt aber keine Punkte mehr dafür, die habe nur ich bekommen für Sammeln und nicht Ausgeben. Sehr, sehr interessanter Mechanismus. Ich bin gespannt, wie sich das im Spiel dann auswirken wird. Ja, wenn ich Ressourcen ausgebe, dann reduziere ich natürlich wieder und schiebe das Ganze nach unten. Beziehungsweise, wenn es noch in meinem Zug war, wo ich gesammelt habe, schiebe ich auch da wieder die obere Hälfte nach unten. Und würde, ich habe jetzt einmal diese Ressource ausgegeben, würde jetzt nur noch 6 Punkte anstatt 8 bekommen. Ja, so funktioniert das Ding mit den Ressourcen. Interessante Sache. Wenn wir schon mal hier sind, kommen wir zum Spirit. Wir haben ja vorhin schon gehört, bei Step 1 und 2 kann ich durch Ausgeben von Spirit entsprechend die Aktion ein bisschen verstärken. Also bei Step 1 darf ich einfach die Aktion nochmal machen. Und bei Step 2 darf ich einen dritten meiner Bürger entsprechend auf Wanderschaft schicken. Hier, das ist die Spirit-Anzeige. Ich bin jetzt in einem Zwei-Personen-Spiel Startspieler und komme daher auf die 0. Jeder weitere Mitspieler kommt 2 Punkte weiter nach vorne, also 2, 4, 6. Und sollten wir zu 5 spielen, ist der 5. hinten auf der 8. Einfach um so ein bisschen die Start. Den Startvorteil oder die Benachteiligung des späten Starts in dem Fall ein bisschen auszugleichen. Wichtig auch hier wieder, ich kann während des Spiels ausgeben und dazu bekommen. Am Ende des Spiels ist relevant, wo ich liege. Hier im vorderen Bereich kann ich 0, 5, 10 und 20 bis zu 20 Punkte bekommen. Wenn ich zum Beispiel am Spielende 8 Spirit habe, bekomme ich 20 Punkte.
Genauso kann ich aber, wenn ich minus 8 Spirit habe, auch 20 Punkte verlieren. Ja, ganz wichtig. Ja, das wäre dieses, das wäre jenes. Gehen wir wieder zurück. Zack. Und schauen uns nochmal das Playerboard an. Gehen da ein bisschen genauer drauf ein. Step 4, was müssen wir jetzt als nächstes tun? Andi, grüß dich, schön, dass du da bist, freut mich. Im vierten Step unseres Zuges werden wir, nachdem wir die Ressourcen abgerechnet haben, die Pfade entsprechend bewegen. Und zwar ist das abhängig davon, welche Bürger von mir ich eingesetzt habe. Ich hatte euch ja gezeigt, es gibt drei verschiedene, also die Jungen, die Jugendlichen und die Alten. Die Jungen und die Jugendlichen, wenn ich auf einem Pfad habe, muss ich pro Bürger, den ich auf dem Pfad habe, den Pfad jeweils um einen Step nach links bewegen, beziehungsweise nach rechts, je nachdem, wo ich mich befinde. Habe ich so einen Alten drauf liegen, dann wären das gleich zwei Schritte. Nochmal wichtig, immer wenn der Pfad bewegt wird, darf nachdem der Pfad bewegt wurde, also entweder im Step 1 oder jetzt im Step 4, jeder, auch von denen, die jetzt gerade nicht dran sind, entscheiden, ob sie ihren Bürger, wenn sie einen auf dem Pfad haben oder mehrere, vom Pfad nehmen und auf einen Startpunkt setzen wollen. Sollte der Teil des Pfades hinten ankommen und nach vorne gelegt werden, ist es ein Muss. Dann ist es nicht die Frage, willst du jetzt runter oder willst du noch drauf bleiben? Dann muss man runter und muss entsprechend wählen, wo man eingesetzt wird. Was haben wir noch? Der Geschenkebereich. Also für jedes ehemalige Ökosystem gibt es hier einen Geschenkebereich. Im Geschenkebereich gibt es die Stufen 1 bis 3. Um überhaupt dort etwas zu bekommen, muss ich erstmal den Geschenkebereich initialisieren, also ursprünglich aktivieren. Das heißt, ich lege einen meiner Cubes auf die Position 1, wenn ich die entsprechende Aktion bekomme. Sollte ich dann auf die Aktion Geschenk erhalten kommen, darf ich in Abhängigkeit der Position, auf der ich mich befinde, also 1, 2 oder 3, bis zu 3 Boni bekommen, die Geschenke. Es gibt 4 Boni hier auf der Seite. Je nachdem, wo ich mich befinde, darf ich bis zu 3 davon nehmen. Wichtig, die müssen alle unterschiedlich sein. Also ich darf nicht dreimal das gleiche Geschenk nehmen. Das passiert bei allen 8 Bereichen. Deswegen habe ich auch 8 solche Würfel. Und dann haben wir es auch schon fast. Was war noch? Ah ja, hier oben die Kreaturen. Während ich mich hier bewege, komme ich ganz häufig, fast bei allen, nee, hier bei dem Habitat, nee, bei dem Ökosystem, ich komme immer durcheinander, bei dem oben rechts und oben links, bei diesen beiden Ökosystemen gibt es keine Kreatur. Bei den anderen, also hier, nee, hier gibt es auch keins, hier, 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 hier und hier gibt es jeweils Kreaturen. Ihr seht die Kreatur hier abgebildet mit einem Sonnensymbol. Komme ich hier auf dieses Symbol, dann löse ich die Aktion aus. Ich nehme mir die Kreatur und setze sie hier oben ins Borderland. Eingesetzt werden sie von oben nach unten. Also ich kann maximal 3 Kreaturen einsetzen. Der erste, der einsetzt, bekommt in der ersten oberen Reihe oben, bekommt einen Bonus. Auch die werden random ausgelegt. Auch hier zeige ich euch nochmal, wo ist die Kamera hier? Auch hier gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche, die werden random aufgelegt. Der erste, der also eine Kreatur ins Borderland bringt, bekommt diesen Bonus. Jeder weitere bekommt den Bonus, der unten drunter abgedruckt ist. Den seht ihr hier entsprechend auf den Symbolen. Das kann Spirit sein, das können Siegpunkte sein, also Reputation Points, alles Mögliche. Es gibt Aktionen. Ich gucke gerade mal, wo ich eine solche finde. Da darf ich mir dann eine solche Kreatur nehmen. Hier oben zum Beispiel, oben links, ihr seht's. Das wäre diese Aktion, das ist so eine Art Pfote, bildlich dargestellt. Mit dieser Aktion darf ich mir eins von den
dort oben befindlichen Kreaturen nehmen und in meinen Bereich platzieren. Immer wenn ich das mache, seht ihr hier, bekomme ich entsprechend Spirit. Der Weg ist jetzt andersrum. Jetzt nehme ich nicht mehr von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Also unten die erste, die da liegt, die nehme ich. Ich bekomme nicht den Bonus, der ist nur beim Einsetzen, aber ich bekomme den Bonus beim Rausnehmen. Das wäre von unten nach oben 3, 2 und 1 Spirit. Weiter, ihr seht es hier schon, den Pfeil mit der Sonne. Also immer wenn ich eine Kreatur hier oben in die Borderlands reinbringe, bewegt sich die Sonne einen Schritt weiter. Auch da macht es jetzt vielleicht beim einen oder anderen Klick. Teotihuacan, auch da habe ich diesen Mechanismus. Da ist es der Arbeiter-Einsetzwürfel. Wenn der auf den Wert 6 kommt, stirbt er. Und mit dem, dass er stirbt, bewegt sich der Rundenfortschritt 1 weiter. Hier genauso. Die Anzahl der möglichen Runden, die ich machen kann, ist abhängig davon, mit wie vielen Personen ich spiele. Also 5 ganz links, dann hier 4, 3 und hier 2. Ja, umso kürzer wird dann das Spiel. Immer wenn ich eine Kreatur hier oben in die Borderlands bringe, reduziere ich den Bereich hier um 1. Sobald ich hier hinten ankomme, mache ich, wenn ich dort angekommen bin, meinen Zucker fertig, also meine 4 Steps. Und dann spielt man hier noch 2 Runden. Das seht ihr anhand der beiden Sonnen, die hier noch liegen. Jeder noch 2 volle Runden und dann wird abgerechnet. Die Abrechnung wird hier entsprechend vollzogen. Für was kriege ich Punkte? Also natürlich die Punkte, die ich während des Spiels gesammelt habe. Plus die Punkte für die Saison. Die Punkte für den Spirit. Es werden die Punkte abgezogen für die Kreaturen, die sich noch in meinem Bereich befinden. Ich mache den hier mal wieder weg. Also die sich hier im Gatter befinden. Dann bekomme ich Punkte für jede der 6 Kreaturen, wie sie auf meinem Ökosystem liegen. Und da gibt es Bedingungen, die diese Kreaturen fordern. Also dieser Frosch, den wir gerade gesehen haben zum Beispiel, der mag es, wenn um ihn herum dieses rosane, dieser Wald ist, Mushroom-Wald oder wie der heißt. Da kriegt er für jedes Biom, das an ihn angrenzt, entsprechend 3 Punkte. Hey, der Franke ist wieder mal da. Servus, Franke. Schön. Ja, und so geht es durch die ganzen Kreaturen durch. Und ja, dann am Ende, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. So einfach ist das. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich bin durch. Habt ihr Fragen dazu? Während ihr euch überlegt, ob ihr Fragen habt, gehe ich noch mal kurz auf den Solo-Modus ein. Wir spielen also gegen einen Automa. Der ist hier. Der Automa hat ein eigenes Kartendeck. Das ist dieses hier. Das Kartendeck bestimmt quasi, was er macht und gibt mir Hilfe bei der Auswahl der entsprechenden Pfade oder Aktionen oder Karten, die ich nehme. Er handelt keine Ressourcen. Also er muss nichts ausgeben oder ähnliches. Er hat es schon. Also für die Ökosysteme muss er ausgeben aus dem Ressourcenpool. Aber ansonsten Spirit muss er keinen ausgeben. Er kommt nicht auf die Saisonwertung. Die ist für den Automa auch tabu. Er hat nochmal hier einen Bonus mit dem Wasser, das er zusätzlich ausgeben kann. Er hat je nach Schwierigkeit des Automas, den ich gewählt habe, also von 2 bis 7 geht's, bekommt er nochmal einen Multiplikator, also 2, 3, 4, je nachdem, was ich für eine Schwierigkeit wähle. Der Multiplikator dient dazu, die Punkte, die er während des Spiels bekommen hat, zu multiplizieren. Und er bekommt Punkte für die Anzahl der Kreaturen, die er gesammelt hat und der fertigen, also aktivierten Ökosystemkarten. Jo! Das war jetzt viel auf einmal. Vielleicht sollte ich doch mal nach Hof kommen. Ja, kannst du gerne machen. Du meinst wegen dem Spiel jetzt, oder wie? Ja, sieht interessant aus. Grüßerchen, ich trinke mal noch einen und dann machen wir eine Runde. Also jetzt relativ viel, aber ich glaube tatsächlich, so schlimm ist es gar nicht. Das Interessante wird jetzt dann das Zusammenspiel
richtigen Zeitpunkt wählen fürs Einsetzen, richtigen Zeitpunkt wählen fürs Herausnehmen, richtigen Pfad nehmen, die Reihenfolge der Pfade, wie ich sie aktiviere, die entsprechenden Ressourcen sammeln, vielleicht auch ein paar mehr Ressourcen, um Punkte zu kreieren, aber vor allem dann auch die Ökosystemkarten so zu puzzeln, dass ich mit den Kreaturen, die ich mir aktiviere, das meiste raushol an Punkten. Das ist vielleicht noch was, wo ich mal kurz drauf eingehe, weil das gar nicht so easy ist. Wo war's? Moment. Hier, und zwar Score Creatures. Der Mushfrog, den wir gesehen haben, kriegt 3 Punkte für jedes angrenzende Tree-Habitat. Das sind die rosanen. Dann haben wir den Antler Worm. Das ist, welcher ist denn der Antler Worm? Das müsste der hier sein. Oder ist das hier der Antler Worm? Es ist leider nicht richtig schön beschrieben. Grimster, nee, das ist der Grimster, das ist nicht der Antler Worm. Der Antler Worm ist dann der hier. Ja, das ist der Antler Worm. Der sieht so aus. Das ist der Antler Worm. Stell dir wieder eine richtig scharf, egal. Der kriegt 3 Siegpunkte für jedes angrenzende Korallenhabitat. Dann gibt es die Spider Ant. Das ist diese hier. Kann ich euch auch mal zeigen. Das hier ist die Spider Ant. Also eine. Das sieht fast aus wie ein Skorpion. Spinnenameise. Nur ja, warum nicht? Kriegt 2 Siegpunkte für jedes unterschiedliche angrenzende Habitat. Auch Wasser und Felsen zählen da. Also die mag alle, aber unterschiedlich müssen sie sein. Dann haben wir die Wise Owl, die weise Eule. Das ist diese hier. Die weise Eule. Bei der ist es so, die kriegt 2 Siegpunkte für jede angrenzende Mushroom-Habitat. Das sind lila, da habe ich jetzt hier keins. Plus einen Siegpunkt für jeweils 2 Geschenke, die ich in jedem Geschenkebereich drinnen habe. Also je nachdem, auf welcher Position, 1, 2 oder 3, zählt mein Steinchen als 1, 2 oder 3 solcher Geschenke. Und ich zähle quasi alle zusammen, teile die durch 2 und bekomme jeweils einen Punkt dafür. Auch nicht schlecht. Coburg nach Hof ist ja nicht weit. Na, Coburg nach Hof geht. Ein bisschen ist schon. So, was haben wir noch? Any Creature, also jede Kreatur, scores double, also doppel. Their total RP if they have one or more adjacent water habitat. Ah, okay, nochmal zusätzlich. Wir hatten ja 3, 3, 2, 1, also es wird verdoppelt. Die Punktzahl, die ich mit dem Tier mache, wenn ich angrenzend ein Wasserhabitat habe. Dann haben wir noch den Grimster. Grimster ist der hier. Der sieht so aus, der Grimster. Bei dem Grimster ist es so, er kriegt 2 Punkte für jedes Blumenhabitat, das angrenzend ist, und nochmal 3 Punkte für jeden Mushfrog, der orthogonal angrenzend ist. In einer Linie orthogonal zum Grimster. Also maximal 4 können so entsprechend orthogonal angeschlossen sein. So, dann haben wir noch die Tailcat, das ist diese hier, die zeige ich euch auch nochmal, bevor wir loslegen. Da haben wir die Tailcat, sieht so aus. Komm, stell scharf. Jetzt hier, Tailcat. Bei der ist es so, die kriegt 2 Siegpunkte für jedes angrenzende Weed-Habitat, das sind die grünen, das sieht man jetzt gerade auch keins. Und nochmal 3 Siegpunkte für jeden Antlerwurm, der orthogonal angrenzt. Okay, das ist das eine, das ich beachten muss. Also, was bekommen
Für was bekomme ich Punkte bei den entsprechenden Kreaturen? Zusätzlich muss ich aber noch bedenken, ich habe hier die Saisonwertung. Und bei mir ist die Saisonwertung ganz außen einen Punkt für jedes offenliegende Steinhabitat. Also Steinbiom. Dann zwei Punkte für jede Kreatur in der längsten Kreaturenkette, die in einer Reihe entweder vertikal oder horizontal gebildet wird. Da zählt nur einmal die längste und die Anzahl der Kreaturen darin. Dann zwei Punkte für jedes Wasserbiom, das an eine Kreatur grenzt. So hatte ich das verstanden. Moment, ich lese es nochmal durch. Die sind zum Glück alle beschrieben, da gibt es ja ganz viele. Für jede Kreatur, die angrenzt an ein oder mehr Wasserhabitate. Genau. Hier. Und das letzte, die vierte, was ich hier habe, zwei Punkte. Ja, das muss ich mir auch nochmal durchlesen. Zwei Punkte für, das ist die Spinne hier, für jedes Spider-End in meinem Ökosystem und zwei für jede Wise Owl. Also für Spider-End und Wise Owl jeweils zwei Punkte. So, das ist jetzt das Schwierige, was ich irgendwie verarbeiten muss. Ich weiß noch nicht wie, da muss man mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin der Startspieler. Wir dürfen jetzt jeweils zum Start des Spiels einen ersten Bürger einsetzen. Das mache ich mal am besten nach der Anleitung, dass ich da jetzt nichts falsch mache. Placing Starting Villager, genau. She adds a villager to a track before you do as part of the setup process. Genau, das machen wir jetzt. Wir ziehen, Moment. Eine Karte vom Solo-Deck. Das wäre diese hier. Ich zeige euch mal, wie die ausschaut. So sieht eine Solo-Deck-Karte aus. Ich habe also oben die Präferenz, welche Karten sie nehmen würde. Ich habe hier die Präferenz, welche Kreatur sie nehmen würde. Ich habe hier die Präferenz, ob sie den oberen oder den unteren Bereich vom Pfad aus gesehen nimmt. Und ich habe hier mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 die Präferenz, welchen Pfad sie nimmt. Genau, also das wäre jetzt die Karte, die ich ziehe fürs erste Einsetzen. Place a villager from Feriona's supply to the track labeled 1. Okay, also sie hat hier 5 und zwar immer die ausgewachsenen, sie muss sie nicht wieder zurückholen. Sie hat 5, die sie einsetzen darf. Wir beginnen einfach mal mit dem hier. Wir sehen, wir setzen zuerst ein auf der Position 1. Das machen wir, die 1 ist hier unten rechts und da setzen wir auf die erste Position, also auf die Einsatzposition. So. Und danach werden wir, das ist aber nur am Anfang, danach werden wir den Track gleich um 1 weiter bewegen. So, jetzt bin ich dran. Ich darf von meinen dreien, von den kleinen hier, den ich zusätzlich runterbekommen habe, darf ich einen einsetzen. Ich habe gerade noch keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Vielleicht gucken wir mal kurz noch auf die Aktionsmöglichkeiten, die wir haben. Ich schalte noch mal kurz auf die große Ansicht. Was gibt es da alles? Also hier oben bekomme ich Spirit zum Beispiel. Hier kann ich einen Arbeiter einsetzen. Und zwar muss der natürlich hier unten verfügbar sein auf meinem Playerboard. Dann dürfte ich einen weiteren einsetzen. Hier werden die Karten hier oben ausgetauscht. Das heißt, die 4, die gerade offen liegen, wandern nach unten und ich habe neue. Dann darf ich mir jeweils eine Karte nehmen. Wichtig, maximal 3 dürfen auf meinem Playerboard liegen. Hier darf ich mir ein Geschenk nehmen.
Das war der Blitz. Wo war denn? Ich suche gerade den, wo ich einen Geschenkewürfel platzieren darf. Ach, das ist der hier. Ne, Moment, nicht, dass ich das jetzt falsch mache. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ich bringe die gerne mal durcheinander. Gift das Edge und hier. Gehe ich den Reward. Also genau, der mit dem Blitz hier oben, da bekomme ich einen Reward, also bekomme ich ein Geschenk. Je nachdem, was für ein Bild drauf ist, kommt es darauf an, von wo ich es bekomme. Ich bekomme natürlich nur was, wenn ich schon einen Würfel drin platziert habe. Und zum Schluss wird der Bürger, den ich hier eingesetzt habe, wieder rausgenommen. Was haben wir unten drunter? Ich muss, wenn ich hier lang gehe, Spirit bezahlen. Also rot heißt immer mit Minus dran, ich muss bezahlen. Lila bedeutet, ich bekomme. Dann würde ich hier Kreaturen aktivieren. Das wäre hier dieses Spider-Ant und was war das? Das war die Eule. Hier dürfte ich mir einen Würfel beliebig auf eins der Geschenkebereiche setzen. Hier kriege ich Wasserressourcen. Hier kriege ich ein Geschenk und da kann ich ihn wieder rausnehmen. Hier unten auch wieder Kreaturen. Hier gibt es die Ressource Rot, also Koralle. Hier wieder ein Geschenk, Person rausnehmen. Hier unten auch wieder Kreaturen aktivieren, hier oben. Dann hier kriege ich die Ressource, was war das nochmal, Seetang oder so. Hier kriege ich wieder ein Geschenk von hier, Figur rausnehmen. Gehen wir rüber nach links, gleiches Spiel hier nochmal. Kreaturen aktivieren oben ins Borderland. Die entsprechenden Ressourcen hier unten, dann Geschenk und raus. Hier auch wieder Kreaturen, diverse Ressourcen, Geschenk aus dem Bereich, Pilger rausnehmen. Hier jetzt keine Ressourcen. nee, hier darf ich die entsprechenden Bürger, also die Schwarzen sind die Jungen, die Weißen sind die Jugendlichen, aus dem Ruhebereich in den Einsatzbereich legen. Hier darf ich einen von unten einsetzen. Hier darf ich nochmal einen der Jugendlichen runter bewegen. Hier bekomme ich ein Geschenk, hier nehme ich ihn raus. Und das letzte hier oben, hier bekomme ich Spirit. Hier kriege ich ein Geschenk. Darf ich ein Geschenk platzieren, also einen Würfel. Und hier darf ich von den Kreaturen eine rausnehmen. Da ist schon ein bisschen die Tendenz. Also hier oben links geht es um Nehmen von Kreaturen. Hier oben rechts Austauschen der Karten und Nehmen von Karten. Dann hier unten rechts Wasserressource und Kreaturen. Hier links aktivieren von Bürgern, vor allem also den Jungen und den Jugendlichen. Dann hier entsprechend Kreaturen in die Borderlands bringen und Ressourcen schnappen für die unteren vier. Okay, soweit hierzu. Dann schalte ich wieder zurück und überlege jetzt, was ich machen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wobbledy wobbledy wobble. Also eine Kreatur nehmen macht gerade noch keinen Sinn. Vielleicht wäre es interessant, in Richtung Habitatkarten zu gehen. Das wäre hier oben. Das wäre eine Möglichkeit. Geschenke platzieren, also die Würfel in den Geschenkebereich platzieren, wäre natürlich auch eine coole Sache, weil da gibt es auch schöne Aktionen. Die sind immer ein bisschen ähnlich zu denen hier auf den entsprechenden Pfaden oder Wanderwegen. Die Pfade sind ja die in der Mitte auf den entsprechenden Wanderwegen. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht sollte ich erstmal schauen, dass ich entsprechend aktiviere. Was brauche ich denn als Ressource? Ich brauche Blume, Wasser und Pilz. Wo kriege ich denn was? Die Blumen bekomme ich hier, die Pilze auch. Und Wasser würde ich hier bekommen. Also gehe ich mit meinem ersten auch gleich hier rein und schiebe eins weiter. So. Mehr ist es erstmal nicht. Dann würde das Spiel beginnen. Das war jetzt alles noch Vorbereitung. Jetzt geht's los. Das heißt, ich bin der Startspieler. Als solcher
darf ich zuerst entscheiden, was möchte ich tun? Möchte ich einen Pfad bewegen oder möchte ich einen meiner Bürger einsetzen? Ich glaube, ich setze einen Bürger ein. Was haben wir gesagt? Brauche ich hier noch Wasser? Wasser kriege ich da oben, da müsste ich Spirit ausgeben. Würde aber dann entsprechend Wasser bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Das Aktivieren von Kreaturen. Ich würde gerne die hier aktivieren. Ich habe eine Idee. Und zwar gehe ich mit dem hier hin. So, das wäre jetzt meine Aktion, entweder oder. Ich könnte jetzt zwei Spirit zusätzlich ausgeben, um zum Beispiel das hier zu bewegen oder nochmal einen einzusetzen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich das jetzt nicht machen will. Ich habe keinen Spirit. Ich muss erstmal schauen, dass ich welchen bekomme. Beziehungsweise am Anfang des Spiels ist es vielleicht gar nicht so schlimm, auch ins Minus zu gehen, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, sei es drum. Ich lasse es mal. Ich gehe jetzt über zu Step 2. Im Step 2 dürfte ich jetzt meine Bürger vom Pfad runternehmen und auf die Startposition des Wanderweges setzen. Möchte ich an der Stelle noch nicht. Habe ich noch nicht. Lohnt sich noch nicht. Da hätte ich vielleicht ausgeben müssen, dass ich hier laufen kann. Moment, ich mache es anders. Ich gebe trotzdem 2 aus und schiebe den 1 rüber. Dann kann ich euch das jetzt auch gleich mal zeigen. Ich mache das jetzt mit nur einem, und zwar dem. Ich nehme den runter und lege ihn hier drauf. Genau. Das wäre Step 2. Ich dürfte jetzt, wenn ich theoretisch schon 2 bewegt habe, noch einen dritten bewegen, muss dafür aber wieder 2 Spirit ausgeben. So, dritter Step. Im dritten Step würde ich jetzt eine von meinen Karten, die ich hier liegen habe, aktivieren können. Dazu brauche ich aber entsprechend die Ressourcen. Die habe ich nicht. Nee, falsch. Ich habe den bewegt. Ich erzähle euch gerade Quatsch. Also, immer wenn sich ein Pfad bewegt, darf ich entscheiden, ob der Bürger runterkommt. Also nicht in Step 2, sondern durch die Bewegung, nach der Bewegung darf ich entscheiden. Und das darf nicht nur ich, sondern jeder, der auf dem Pfad liegt, der sich bewegt hat. So, das heißt, wenn ich den jetzt bewege, ich habe die 2 Spirit ausgegeben, dürften jetzt alle, die auf dem Pfad sind, entscheiden, wollen sie ihren Bürger runternehmen und auf einen der Startpunkte setzen. Das ist alles noch Step 1 nach der Bewegung. Das mache ich und setze ihn hier hin. Jetzt kommt Step 2 und hier darf ich, je nachdem wie viele hier stehen, bis zu 2 kostenlos bewegen über den Pfad, machen wir jetzt gleich, und 2 Spirit ausgeben, um einen dritten zu bewegen. Jetzt haben wir es. Komplett falsch. Also, Step 2, ich habe jetzt den hier hingestellt auf den Start, den bewegen wir. Erster Schritt wäre hier, ich darf eine Kreatur hier oben draufsetzen, in den Borderland-Bereich. Oh, das wäre hier, da muss ich mich mal rüberlehnen. Das wäre der hier. Dafür bekomme ich, zeige ich euch, diese Sofortaktion. Stell scharf. Stell scharf. Come on. Ernsthaft. Also nochmal raus und wieder rein. Hier stellt nicht scharf. Ja, egal. Muss ich euch erklären, was da drauf steht. Ich darf einen Geschenke-Cube auf folgenden Bereich stellen, und zwar hier. Da ich da noch keinen habe, beginne ich mit der 1. Der hier wird dann entsprechend entsorgt. Das ist ein Einmalteil. Okay, das war dieses hier. Ich habe also hier oben einen reingesetzt, habe dafür einen Bonus bekommen, gehe weiter hier runter, darf mir jetzt eine Ressource nehmen, und zwar von den Korallen. Ich setze also den oberen Bereich der Koralle um 1 nach oben. Dann komme ich hierher, dürfte mir aus dem Bereich hier ein Geschenk nehmen. Bringt natürlich nichts, weil da noch nichts drinnen ist. Und dann komme ich hierher und kriege den wieder raus.
Dadurch, dass das einer von den alten ist, kommt er gleich wieder in den Einsatzbereich hier unten. Ich kann den also in einem der nächsten Züge gleich wieder benutzen. So, das war mein Step 2. Im Step 3 dürfte ich jetzt eine meiner Ökosystemkarten aktivieren. So, ich habe eine Korallen, nutzt mir nichts. Ja, ich kann nichts machen. Also fällt Step 3 gerade für mich raus. Im Step 4 bekomme ich Punkte für die Koralle. Und zwar 3. Ja, ich habe sie nicht ausgegeben. Ich kriege also 3 Punkte. Ziehe den Unterteil hoch und damit gibt es jetzt in den nächsten Runden schon eine Korallenressource. Und zwar für alle. Was haben wir noch? Jetzt werden die Pfade bewegt, sofern noch Personen von mir auf einem Pfad sind. Habe ich, und zwar hier. Das heißt, der bewegt sich um 1 nach rechts. Dadurch, dass der sich um 1 nach rechts bewegt, könnte ich jetzt wieder entscheiden, hey, ich würde den gerne jetzt rausnehmen oder auf den Startpunkt setzen, mache ich aber nicht. Er hier macht es prinzipiell nicht, außer er fliegt hinten raus oder ist dann selbst dran in seinem Zug. Und das machen wir jetzt. Der Automa ist als nächstes dran. Muss ich ein bisschen mal sortieren, dass ich mehr Platz habe. Bei euch ist noch alles klar, ihr kommt noch mit bei dem, was ich hier tue. Wenn ihr Fragen habt, haut bitte raus. Es ist gerade zu leise. Seid ihr überhaupt noch da? Unterhaltet euch mit mir. Was ist mit dem Spiel Arborea? Ist es interessant für euch? Oder dann hättest du den ersten nachbewegen dürfen und einsammeln dürfen. Den ersten, du meinst, nach dem Einsetzen kam eine Bewegung. Nee, das ist der Stadtaufbau. Ich hätte den aber auch runternehmen dürfen. Also es ist so, wenn ich hab, im Step 1 darf ich mich entscheiden, ob ich einsetze oder bewege. Und wenn ich ausgebe, darf ich nochmal eins von beiden tun. Der erste, den ich hier eingesetzt habe, war quasi der Startaufbau noch, wenn man so möchte. Den darf ich nicht runternehmen. Also jetzt hätte ich ihn schon runternehmen dürfen bei der Bewegung. Aber am Anfang, die Bewegung, die ich mache, da darf er nicht runter. Weil es ja eben der Startspieler ist. Der Startaufbau noch, wenn man so möchte. Genau. So, wo waren wir jetzt? Ich habe meins gemacht. Der Automa ist dran. Also, vorsichtshalber. Es gibt leider keine Spielerhilfe für ein Automa. Deswegen mache ich die Anleitung auf und gehe das Stück für Stück mit euch durch. Der Automa heißt Feronia. Und der macht jetzt nichts anderes wie auch diese Steps, die ich durchgeführt habe. Allerdings kriegt er 5 Steps. Und die Steps an sich sind auch ein bisschen unterschiedlich zu meinen. Als erstes zieht er eine Karte vom Solo-Deck. Das machen wir mal. Also, wir haben eine Karte vom Solo-Deck gezogen. Das ist diese hier. Ich zeige euch die mal noch etwas größer. Blendet. Jetzt ist, glaube ich, besser. Da stehen wieder die Präferenzen drauf. Ne? Also welches, das ist ganz blöd, das ist der, den ich gelegt habe, den wollte ich eigentlich selber, ne? Ist egal. Welche Kreatur, welches ehemalige Ökosystem, also überm Pfad oder unterm Pfad, welcher Pfad, also 1, 2, 3, 4, in welcher Reihenfolge, wenn entschieden wird, und, und. So. Dann kommen wir zu 2. Add up to Two Villagers to Tracks. So, also bis zu 2, je nachdem wie viel er noch hat, darf er jetzt einsetzen. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Karte. Und zwar habe ich hier oben links die 1. Das wäre der hier. Seine Präferenz ist jetzt immer dann einsetzen, wenn eine von den Season Discs drunter ist. Hier ist keine. Hier ist keine. Hier ist keine, aber hier ist eine. Das heißt, der nimmt sich seinen Bürger und setzt ihn nicht auf Position 1 hier oben, sondern auf den ersten, der so eine Disk hat. Und das wäre hier unten, das ist Position 2. Da setzt er den rein und kriegt rot. So, jetzt kriegt er aber nicht hier in dem Saisonbereich den Bonus. Da wird nichts gezählt für den Automa. Er kriegt einen Schritt mit dem hier. Und zwar. Muss gucken, ob das nur ein Schritt ist. Kleinen Moment. Wo haben wir es?
OneSpace, genau. Ich gehe nochmal kurz hier drauf ein. Also ich habe jeweils einen Punktezähler, der bewegt sich einmal ringsrum, das sind immer 100. Und einen Zähler, der mir anzeigt, ob ich 0, 100, 200 oder im 300-Punkte-Bereich bin. Beim Automa ist es genauso, er hat auch die beiden, werden aber erst am Ende des Spiels benötigt. Er hat zusätzlich hier aber noch einen Jugendlichen, das ist der da. Und der sammelt die während des Spiels Punkte. Und das ist jetzt so, die Disc, egal welcher Farbe, gibt mir einen Punkt. Also ich bewege den einen auf Position 1, immer einen Punkt weiter. Ich habe Schwierigkeit 2 bis 7, ich wähle einfach mal die 4. Also ich gehe so ein bisschen in die Mitte rein. 7 ist, glaube ich, zu heftig. 2 kann sein, dass es zu einfach ist. Ich nehme mal die 4. Am Ende des Spiels, je nachdem, wo sich der dann befindet, zum Beispiel auf der 20, wird das mal 4 genommen. Also würde der alleine hier schon 80 Punkte kriegen. Ja, das entspricht dann quasi den Punkten, die er während des Spiels gesammelt hat. Ja, okay, das haben wir gemacht. Das war der erste. Er hat ja noch 3 zum Einsetzen. Das heißt, wir nehmen jetzt den nächsten und gehen wieder in der Reihenfolge, fangen bei der 1 an. Also es gibt ja keinen mehr mit Disc. Also legen wir den jetzt hier oben auf die 1. So. Was macht er als nächstes? Bewegt wird noch nichts, wenn ich das richtig sehe. Moment. Ja, es wird nichts bewegt. Also Fiona bewegt keine Tracks. Heißt jetzt, wir kommen zum Step 3. Step 3 ist Activate all villagers on trails. Sieht so aus, if Feronia has any villagers on trails. She activates all of her villagers on all trails. Also, follow the order shown, die würde sie dann bewegen. Haben wir noch nicht. Passiert erst im Step 5. Da waren wir ja noch nicht. Fällt also jetzt gerade erst einmal aus. Dann kommen wir zu Step 4. Complete one ecosystem card. Das ist jetzt ganz speziell. Ihr seht hier oben, sie hat schon 3 Karten da liegen. Hier ist jetzt auch so, wir würden jetzt versuchen, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, eine der Karten zu aktivieren. Geht natürlich noch nicht. Ja, Blumen gibt es noch nicht, Pilze noch nicht. Es gibt eine Koralle, aber auch sie braucht genauso wie ich keine Koralle. Passiert also gar nichts. If no ecosystem card can be completed, instead advance her villager on her ecosystem track one step upwards. Das ist der hier, das ist ihr ökosystem track. Sie kommt eins hoch und bekommt dadurch eine Wasserressource. Und diese Wasserressource kann sie, und zwar nur sie, hier oben dann einsetzen. Ich krieg die leider nicht, ich muss mich auf die hier beziehen. Okay, das haben wir auch beendet. Kommen wir zum Turn Step 5, also was macht sie als fünftes? Update the Biome Reserve and Advance Pilgrimage Tracks. Sie hat keine Punkte für die Ressourcen bekommen, genau. Also sie hat keine Ressourcen bekommen, deswegen kriegt sie auch keine Punkte. Verion also advances all tracks like any other player, depending on how many of her villagers are on her track. Okay, wie viel? Verion only places one type of villager, so she always moves each track one space for each her villagers. Okay, sie bewegt jetzt die Tracks, das heißt, hier ist einer, der wird einmal bewegt. Ich bin nicht drauf, aber sie ist drauf, deswegen. Und hier hat sie auch einen, das heißt, der wird auch bewegt und das ist jetzt interessant, hier sind wir schon eins raus. Der fängt wieder von hinten an. Hier oben hat sie einen, auch der wird bewegt. So. Was passiert als nächstes? So, zu Hause, nun kann ich auch zuschauen. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Du hast nur zugehört, nicht zugeguckt. Alles klar. Hallöchen, willkommen in der Donnerkuppel, also der ganz bunten Donnerkuppel. Was passiert als nächstes?
every time tracks advance for any reason. Genau, check which villagers Faronia takes off of them following these rules. Genau, machen wir gleich. Erstmal überlege ich, ob ich runter will. Nein, will ich nicht. Ich brauche Mushrooms, deswegen will ich ein wenig weiter. Für mich passiert noch nichts. So, für Sie jetzt. Once Veronia's villager is moved four or more spaces on the track, immediately remove it and place it at the beginning of the trail that the villager is adjacent to. Also vier oder mehr. Mit dem haben wir hier eingesetzt. 1, 2, 3, 4. Der hier kommt also runter. Jetzt kommt wieder die Karte zum Tragen. Wo kommt er hin? Und zwar der Pfeil zeigt nach oben. Das heißt, sie bewegt ihn auf diese Startposition. Der hat sich nur einen Schritt bewegt, der hat sich nur einen Schritt bewegt, passiert also nichts. So, weiter. Das war's. Wir sind schon durch. Wir sind schon durch. Das war's mit Veronia. Ich bin wieder dran. Coole Sache. Das hier habe ich nicht gemacht. Ich habe ja hier oben einen draufgebracht. Das heißt, der Sonnenmarker ist schon eine Position weiter. Gut, was mache ich denn jetzt? Ich bin wieder dran. Step 1, einsetzen oder bewegen oder und bewegen. Gute Frage. Also mit dem hier möchte ich noch ein bisschen weitergehen, weil ich erst hier runter will. Ich möchte die Pilze und die Blume, weil ich die brauche. Ich brauche Wasser. Wasser kriege ich hier. Ja, da kriege ich Wasser. Wo kriege ich noch Wasser? Lasst mich mal schauen, wo kriege ich noch Wasser, um das hier fertig zu machen. Blub, blub, blub. Eigentlich nur dort. Und das ist ganz bitter, weil das hier kostet mich wieder. Oh my goodness. Okay, ich setze einen ein und zwar auf... diese Position. Gebe ich zwei aus, um den gleich zu bewegen. Boah. Gebe ich, habe ich ein paar Spirit. Noch hätte ich Spirit übrig. Also ich bin schon im Minusbereich. Aber ich hoffe natürlich, dass ich wieder welche bekomme. Ich müsste, wenn ich den bewege und rausnehme, um Wasser zu kriegen, müsste ich hier ja nochmal zwei zahlen. Das heißt, ich zahle jetzt zwei, um zu bewegen und dann nochmal zwei, um ihn rauszunehmen, bin ich schon bei minus 6. Das gefällt mir nicht. Nee, ich lass mal. Das war mein Step 1. Step 2. Stehende dürfte ich jetzt bewegen. Ich habe keinen stehenden tatsächlich. Ich darf gerade keinen bewegen. Das ist echt bitter. Punkt 3 dürfte ich eine Ökosystemkarte abschließen, kann ich auch nicht. Punkt 4, erst die Ressourcen habe ich nicht, dann muss ich bewegen. Der hier, zwei Felder, da ich den bewegt habe, nehme ich den jetzt raus und zwar hierhin oder hierhin. Das ist aber auch interessant. Ich nehme ihn mal hierhin. Ja, dann kann ich hier zahlen, kriege das und das und das. Okay, den muss ich bewegen. Und zwar um 1 nach rechts. Ich werde ihn aber noch nicht rausnehmen. Ich möchte mit dem wirklich bis Rinder. Bis ganz hinten hin. Hier ist keiner vom anderen drauf, hier ist keiner vom anderen drauf. Würde jetzt im Mehrspielerspiel so sein, dass die ihre Sachen auch runternehmen könnten. Haben wir aber nicht. So. Dann komme ich, nee, dann bin ich durch. Mehr kann ich gar nicht machen. Als nächstes ist Fiona wieder dran. Ihr seht schon, das geht dann, wenn man mal drinnen ist, geht es relativ easy und relativ schnell von der Hand. Grüß dich. So, Renato, hast du denn deine Scholars of South Tigris schon bekommen? Ich hoffe nicht. Ich habe noch nicht meine Tracking-Nummer. Sag jetzt nichts Falsches, Renato. Ich warne dich. Okay, Fiona ist dran. Wir beginnen wieder mit Karte. Genau, habe ich gemacht.
dann zwei Villager auf Track. Sie hat noch zwei, also geht. Wir beginnen wieder mit der 1. Passt sogar, die 1 ist hier oben und sie bekommt dafür einen Punkt. Also sie kann den hier einsetzen und kriegt hier wieder einen Punkt. Dann den zweiten auf die 2. Position 2 wäre hier, auch das ist perfekt, auch da kriegt sie einen Punkt. Also für mich nicht gut, aber für Fiona natürlich schon. Dann geht es weiter, 3 Activate All Villages on Trails. Sie hat aktuell einen, den sie aktivieren kann, das ist der hier. Auch da gehen wir jetzt den Pfad entlang und kassieren alles, was unterwegs reinkommt. Nichts Falsches. Also du auch noch nicht. Ist eine Frechheit, ne? Überleg mal, gell? Oh, das ist so bitter. Naja, was soll's. Regen wir uns nicht drüber auf, Renato. Wir haben genug schöne Spiele, die wir spielen können. Okay, erster Schritt. Sie geht hier rauf und darf ein Tierchen platzieren in den Borders. Das wäre der hier. Sie bekommt den Bonus nicht. Oder bekommt sie den? Moment, muss ich mal kurz gucken. Advance the Sun Tracker one space and add the creature to the borderland. Genau, on the main board as normal. Removing the bonus tile if it's the first creature of the type. However, remember that Verona never gains any rewards for placing creatures at the borderlands. Genau, sie kriegt also nichts dafür. Das heißt, der ist einfach aus dem Spiel. Was aber passiert ist, der Sonnenmarker wird eins weiter geschoben. Und das ist schlecht, weil den Sonnenmarker weiterschieben heißt ja für uns am Ende immer, das Spiel wird Richtung Ende gehen. Ganz bittere Sache. Nein, ist noch nicht eingetroffen, warte. Ja, krass, ey. Ich weiß gar nicht, was machen die so lang? Die ganze Welt hat schon. Ach, was soll's. Okay, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ein Mushroom, eine Ressource. Bapf. Der dritte Schritt ist ein Blümchen. Auch das nehmen wir. Der vierte Schritt ist nochmal ein Blümchen. Dann würde sie das hier bekommen. Dann muss ich wieder gucken, was sie anstatt kriegt. Ignore. Da kriegt sie gar nichts. Okay. Und dann wird der hier wieder rausgenommen und wird hier platziert, kann sie nächste Runde einsetzen. Das war schon, mehr stehen hier nicht, passt. Okay. Complete one ecosystem card. 4, jetzt sind wir hier oben. Sie braucht 2 Blumen. Wir beginnen immer links, ob sie die hier fertig machen kann. Wenn nein, gucken wir, ob sie die fertig machen kann. Wenn nein, gucken wir, ob sie die fertig machen kann. Lustigerweise kann sie die fertig machen, weil... sie braucht 2 Blumen und einen Pilz. Sie hat 2 Blumen, 1, 2. Und sie hat einen Pilz. Die Karte hat sie. Okay, was passiert jetzt? Das hatten wir vorhin noch nicht. Flip it and place it on the dedicated spot next to her board, creating a deck. Genau, slide the other cards above her board to the left to fill gaps. Okay, also, die hat sie schon mal. Kommt hier hin. Die waren da drüber und die waren da drüber und damit hat sie hier wieder 3 liegen. Krasse Sache. Nummer 5, Update the Biome, das haben wir gemacht. Punkte kriegt sie jetzt keine, weil sie ja alles wieder ausgegeben hat. Und dann müssen wir die Tracks, die Pfade weiter bewegen. Sie hat hier 2 liegen, also 1, 2. Sie hat hier einen liegen, den bewegen wir um 1 vorwärts. Sie hat hier einen liegen, auch den bewegen wir um 1 vorwärts. Hier passiert nichts. Der hier ist nur einen Schritt gegangen, der 2 Schritte, der hier 1, 2, der 3 Schritte. Also erst bei 4 oder mehr nimmt sie wieder einen runter. Und bei mir dauert es länger, weil noch Wayfarers mitkommt. Oh, das könnte sein, ja. Da müssen wir alle wegen dir warten wahrscheinlich. Thomas, wieder ein Spiel, das die Unterstützer, ohne die es das Spiel nicht geben würde, warten müssen. Ja, gibt es seit ein paar Wochen im Geschäft. Ja, Thomas, da hast du zu 100.000% recht. Und das bei einem Verlag, wo das bisher noch nie passiert ist. Also Garfield Games war ja eigentlich bisher, zumindest was Kickstarter angeht, immer ein Vorzeigeverlag. Tatsächlich. Jetzt hier haben sie zumindest die europäischen Bäcker ziemlich im Stich gelassen. Nicht nur das, es fehlen auch Antworten, warum es so ist, wie es ist. Ja?
Du kannst das Spiel zum Beispiel schon bei Schwerkraft kriegen. Du kannst es bei Spieletaxi, in der Schweiz gibt es, glaube ich, auch schon. Überall kannst du das Spiel schon kriegen. Die haben fadenscheinig erklärt, ja, das ist die Renegade-Variante. Ja, super, es nutzt mir nichts. Ich habe meins ja noch nicht da. Und das war eins der Versprechen im Kickstarter. Jetzt könnte man sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ob du das Spiel jetzt hast oder nicht. Ja, alles korrekt. Aber Kickstarter ist kein Geschäft. Also ich zahle da kein Geld und kaufe ein Spiel. Ich investiere in eine Idee, in dem Fall die Idee, das Brettspiel zu realisieren. Ich investiere in diese Idee Geld. Das heißt, ich strecke Geld vor. Das ist nichts anderes wie investieren in eine Aktie. Und ich erwarte natürlich aus dieser Investition heraus eine Dividende. Die Dividende ist in dem Fall dann der Reward, den ich bekomme. Zum Beispiel das Spiel in irgendeiner besonderen Ausprägung, Deluxe, mit irgendwelchen Zusätzen, was auch immer. Und in der Beschreibung dieses Projekts werden dir Dinge genannt, warum man denn dieses Projekt unterstützen sollte. Und gerade jetzt bei den Scholars von Graphel Games ist eben ein Punkt, den sie immer besonders hervorheben, die Unterstützer werden das Spiel bekommen, bevor es im Retail zu kaufen ist. Dumm gelaufen. Und was schlimm ist, was für mich zumindest, den Verlag, also Garfield Games, scheint es nicht wirklich zu interessieren. Man kriegt nicht wirklich eine Antwort drauf, wieso, weshalb, warum. Die könnten sie erklären. Es kann ja sein, dass sie eine Lücke in ihrem Vertrag hatten und dass Schwerkraft, mich würde es nicht wundern, drauf scheißt und das Ding halt jetzt schon verkauft. Fertig. Alles möglich, kann sein. Aber die Erklärung fehlt halt. Und ich sag mal, so geht man mit seinen Unterstützern, die Geld vorstrecken, um ein Projekt zu realisieren, einfach nicht um. So, kann jetzt jeder denken, wie er will. Wir hatten, ich weiß, der Renato hat es auch gepostet, wir haben unserem Unmut Luft gemacht bei Kickstarter und wurden gerade von der englischsprachigen Welt, die ihre Spiele schon längst hat, also USA vor allem, aber auch Australien, nahezu runtergebügelt, teilweise auch beleidigt, was uns denn einfällt, uns da zu beschweren, das Problem wären wir doch selbst. Haben wir wohl irgendwas nicht ordentlich ausgefüllt, bla bla bla. Ja, soweit ist es schon. Die Fanboys des Verlags, ja, sind dann so frech, muss man schon fast sagen, und beleidigen dich nur, weil du sagst, hey, sorry, aber das ist nicht so gelaufen, wie ihr versprochen habt. Ganz bittere Sache. Und das Bitterste, wie gesagt, den Verlag scheint es nicht zu interessieren, der äußert sich dazu nicht. Naja, was soll's. Genug gejammert, genug erklärt. Es ist an sich nicht tragisch, wir haben genug Spiele, aber es geht halt ein bisschen auch ums Prinzip. Das ist ja das, was Kickstarter ausmacht, das Ding von Kickstarter. Ja. Dass es mittlerweile Verlage wie Queen Games zum Beispiel komplett ausnutzen, ja, die haben es gar nicht nötig, ihre Spiele vorzufinanzieren, die machen es aber, um sicher produzieren zu können. Okay, so ist es halt. Ja. Dass teilweise Verlage dann wirklich sagen, okay, ich mache dann Reibach draus, weil ich kann ja noch mal wahnsinnig Versandkosten draufschlagen, obwohl der Versand so viel gar nicht kosten würde. Und. Also da gibt es viele Abarten mittlerweile, wo man wirklich aufpassen muss, nutzt man Kickstarter noch oder nicht. Ja, ist leider so. Naja, was soll's. Gut, jetzt spielen wir weiter. Wer ist denn dran? Jetzt habe ich nochmal aufgepasst. Fiona war dran. Fiona hat das Ding hier rüber, hat das hier rüber gemacht. Dann sind wir jetzt bei Update Biom. Die Dinger bewegen. Ich habe alles gemacht, ne? Ich bin dran. Okay. Was mache ich jetzt? Ich habe noch einen, den ich einsetzen kann. Das ist schon mal cool. Den werde ich jetzt mal hier drüben einsetzen, weil ich wieder Frischfleisch brauche an Miepeln. Ich setze den hier oben ein, bekomme dafür bei Grün einen Schritt nach oben. Grün ist für mich Kreaturen auf einer Linie. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob ich überhaupt Kreaturen bekommen würde, aber okay. Schauen wir mal, was passiert. Ich werde nichts ausgeben, um nochmal zu bewegen. Ich komme gleich zu Step 2. Ich darf jetzt meine Bürger, die schon stehen, am Startpunkt stehen, bewegen. Das mache ich mal. Da habe ich nur den einen, der geht hier runter. Das kostet mich 4 Spirit. 1, 2, 3, 4. Das wären jetzt aktuell, wenn das Spiel zu Ende wäre, wären das 20 Punkte. Genau deine Meinung. Ja,
ich weiß nicht, wie man das anders sehen kann, ne? Aber egal, was soll es. Es gibt natürlich viele Meinungen, wir lassen alle Meinungen zu, aber das ist zumindest unsere. Ja, egal, ob die richtig oder falsch ist, was soll es. So, dann gehe ich weiter. Ich gehe hierher. Ich darf jetzt diese Spider-End aktivieren. Die Spider-End ist hier. Und ich muss mich auch bewegen. Und hier. So, ich habe den Bonus bekommen. Und der ist echt cool, weil der heißt... Oh, da. Das ist so eine Tatze. Der heißt, ich darf mal eine von den Kreaturen nehmen. Das mache ich natürlich. Erstmal muss ich den hier wieder um eins vorwärts bewegen, den Sonnenstein. Und dann nehme ich mir tatsächlich den Frosch. Weil der Frosch braucht die rosanen Bäume. Und da habe ich drei. Sieht cool aus. Moment, warte mal. Lass mich mal drauf schauen. Was habe ich noch? Das rote Dingens daneben braucht rot. Hätte ich auch. Brauche ich den roten für irgendwas anderes noch? Nein. Also egal, dann nehmen wir den Frosch. Ich nehme den Frosch, das heißt, ich bekomme einen Spirit, weil ich den Frosch genommen habe und darf den hier reinlegen. Erstmal passiert noch nicht mehr wie nur das hier. Okay, weiter geht's. Ich gehe mit dem jetzt den Weg weiter entlang. Ich kriege eine Wasserressource. Zack. Dann dürfte ich ein Geschenk kriegen und zwar von hier. Da bin ich aber noch nicht drin, krieg also nichts und den nehme ich wieder raus und kann ihn hier unten in der nächsten Runde neu platzieren. Das war's. Step 4, Ressourcen. Jetzt gucken wir erstmal. Ich brauche einen Pilz und eine Blume, habe ich nicht. Ich hätte nur Wasser, kann ich gerade nicht einsetzen. Ich kriege also 6 Punkte fürs Wasser, weil ich die Ressource nicht ausgebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Wasser ist recht selten. Ihr seht schon an den Punkten, die ich gerade bekommen habe, lohnt sich wirklich. So, weiter geht's. Das haben wir beendet. Jetzt geht's zum Schieben. Ich habe hier einen. Das heißt, ich kann einmal schieben. Der muss jetzt nach hinten. Und noch ein zweites Mal schieben. Was heißt kann? Ich muss. Weil das ja ein großer ist, geht immer zwei Felder vorwärts. Und der hier geht ein Feld vorwärts. Den nehme ich auf jeden Fall runter. Und zwar hier oben, weil ich den Weg gehen möchte. Und den hier muss ich noch drauf lassen, weil ich möchte ja meine Bürger aktivieren. Und da würde ich jetzt hier aktuell nur einen Jugendlichen kriegen und das war's. Das ist mir zu wenig. Ich warte noch, schaue ein bisschen weiter vor. Okay, das war's wieder für mich. Fiona ist dran. Was macht Fiona? Wir beginnen mit Kadezi. Zwei Villager platzieren. Geht nicht, sie hat nur noch einen, aber den platziert sie natürlich. So, oben links keine Scheibe. Oben rechts eine Scheibe, dann brauchen wir gar nicht weiter reden. Sie kommt hier drauf und bewegt sich auf Position 4. Das war's schon. Activate all Villagers on Trails haben wir noch nicht tatsächlich. Weil sie im Step 5 noch keine rausgenommen hat. Erst nächste Runde, da werden dann einige kommen, hier zum Beispiel schon zwei. 1, 2, 3, der hier vielleicht auch, müssen wir mal gucken. Okay, Complete One Ecosystem Card. Björn, grüß dich Björn, hallöchen. Wir können nichts tun. Also, wenn wir nichts tun können, geht sie hier um eins hoch. Okay. Kann aber immer noch nichts machen. Alles gut. Dann die Pilgrim Tracks weiterschieben. Also, den hier um eins weiterschieben. Damit wandert der Bereich wieder nach hinten. Dann ist sie vorgegangen, 1, 2, erst 3. Also erst hier wird sie runtergehen vom Track, da passiert nichts. Hier wird um 2 weitergeschoben, 1 und 2. Und damit kommt der hier natürlich hier hinten rein. Dann ist sie 1, 2, 3 nur weitergegangen, da passiert auch noch nichts. Hier hat sie 2, das heißt auch hier wieder 1, 2 bewegen. Die beiden werden jetzt rausgenommen und zwar... Der am weitesten oben geht nach oben vom Pfeil her und der andere geht nach unten.
Und damit haben wir es schon. Das heißt, für die nächste Runde hat sie zwei, die sich bewegen können. Coole Sache. Ist aber jetzt erstmal durch und ich bin dran. Das geht ja richtig flott. Auch ich kann einen einsetzen. Ich habe zumindest den einen hier. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich kann noch überlegen, ob ich den rausnehme. Werde ich tatsächlich auch machen. Ich nehme den hier raus, habe ich gar nicht dran gedacht, sorry, und platziere den hier unten. Die sind fast ein wenig groß, die großen, aber egal, passt schon, geht. So, wo setze ich den hier ein? Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Der hier holt mir jetzt die Ressourcen für meine erste Karte. Da kriege ich auch wieder eine Karte, das ist sehr gut. Was möchte ich machen? Ich brauche, so wie ich das sehe, trotzdem, ja, die Karten, die da liegen, die brauchen alle diesen Baum. Das heißt, ich werde den hier unten einsetzen als meinen ersten Schritt. Ich gebe aber auch jetzt wieder nichts aus, um den Pfad nochmal zu bewegen. Das ist mir einfach zu teuer. Ich bin schon bei minus 5 Grad. Das ist keine Option. Step 2, ich darf wieder 2, wenn ich was ausgebe, 3 meiner Bürger bewegen. Ich habe nur 2, deswegen kostet es mich nichts zusätzlich. Machen wir auch. Jetzt kann ich überlegen, mit welchem fange ich denn an. Das ist jetzt eigentlich wurscht. Ich nehme den oberen. Ich darf einen schwarzen nach unten bewegen. Ich darf noch einen schwarzen nach unten bewegen. Ich darf einen weißen nach unten bewegen. Perfekt. Und jetzt habe ich wieder gute Auswahl. Ich dürfte mir ein Geschenk nehmen. Hier, nee, warte mal, einsetzen oder nehmen? Nehmen. Kann ich nicht, da liegt keiner. Und dann kommt er wieder raus. So, der hier steht auch, der wird jetzt auch wieder bewegt werden. Und zwar holen wir eine Eule, das ist diese hier. Die kann ich hier platzieren. Machen wir auch. Zack. Der Sonnenmarker geht wieder eins rüber. Ich habe einen Bonus bekommen und zwar darf ich mir aus diesem Bereich hier oben ein Geschenk nehmen. Kann ich nicht, weil ich dort keines habe. Nee, nicht nehmen. Einsetzen heißt es. Ich zeige es euch nochmal. Das ist der rote Pfeil. Kann man das sehen? Ja, ne? Der rote Pfeil. Ich darf dort oben einen Cube einsetzen. Das ist ja geil. Ah, das ist sehr schön. Gut. Okay. Den habe ich bewegt, das habe ich gemacht. Dann gehen wir weiter. Einen Mushroom. Also einmal Ressource Mushroom. Nochmal die Ressource Mushroom. Dann die Ressource Blume. Perfekt. Dann dürfte ich von hier ein Geschenk nehmen. Und jetzt ist genial, weil hier habe ich ja schon einen der Geschenkewürfel auf Position 1. Das heißt, ich darf mir jetzt wirklich eins von den vier Dingen hier aussuchen. Mushroom, Blume oder so einen Baum. Ich brauche nachher ganz viele Bäume für die Karten hier oben. Ich glaube, ich nehme mir die Baumressource. Ja, passt. Okay. Ja, das war dieses hier. Dann kommt er rüber und ist raus. Und der kommt jetzt hier oben rein. Und der steht mir aktuell nicht mehr zur Verfügung. Den muss ich dann erst wieder aktivieren. Naja. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt darf ich eine Ökosystemkarte aktivieren. Das wäre jetzt, ich habe nur die eine, das wäre die hier. Dafür brauche ich eine Blume. Gebe ich aus. Einmal Wasser haben wir hier, gebe ich aus. Und einen Pilz haben wir auch hier, gebe ich aus. Damit habe ich die aktiviert. Ich bekomme jetzt sofort einen Spirit. Und hier ist noch ein Symbol drauf. Ich darf mir von da oben eine neue Karte nehmen. Ich drehe die schon mal rum und werde die dann gleich anpuzzeln. Nehme mir hier oben aber eine Karte und dann nehme ich mir die hier. Die braucht 4 von den Bäumen. Ich zeige euch die nochmal. 4 von den Bäumen. Würde mir dann 3 Punkte geben, also 3 Punkte, würde mir 3 Spirit geben und ein Geschenkewürfel hier unten zum Platzieren. So, was mache ich jetzt mit meinem Ökosystem hier? Das muss ich natürlich hierher puzzeln. Über Blau bekäme ich
Punkte für jedes Felsenbiom, das ich hier fertig habe. Hier hätte ich Wasser. Wasser heißt, angrenzend an ein Tier würde ich 2 Punkte kriegen. Das ist nicht schlecht. Ich muss noch mal kurz schauen, was das in der Endwertung hier unten bedeutet. Any creature scores double their total RP if they have one or more adjacent water habitat. Extra adjacent water habitat. Adjacent heißt in dem Fall wirklich, Moment, draufliegend C. Ja, also der muss drüber liegen. Dann mache ich Folgendes. Ich nehme die hier. Ich drehe die nicht weiter, sondern lege die so über mein Habitat. Das heißt, ich habe jetzt für den Frosch, den kann ich jetzt platzieren in der Folge, habe ich, lege ihn hier hin, habe ich 3 der Baumhabitate, die der Frosch möchte. Und zusätzlich noch ein Wasserhabitat, kriegt also Zusatzpunkte. Verdoppelt die Punkte, die er für die 3 Bäume kriegt. Das ist schon mal eine coole Sache. Passt. Okay, das war dieses. Mehr kriege ich da jetzt aber nicht. 4 Punkte für nicht ausgegebene Ressourcen. 3 Punkte für den Baum, den ich nicht ausgegeben habe, und 4 Punkte für die Pilze. Wären wir bei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 Punkte über die Ressourcen. Das ist ganz okay. Und als letzten Schritt wird hier noch bewegt. Ich habe nur hier einen, da oben bin ich gar nicht mehr vertreten. Das ist ein großer, das heißt 1. Und runternehmen 2 Schritte. Jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich den gleich rausnehme. Will ich nicht. Ich möchte die 3 Baumressourcen. Also ich werde auf jeden Fall bis hier runter gehen. Vielleicht sogar bis ganz runter zur Eule. Dann muss ich mal gucken. That's it. Das war meine Runde. Und Ferunia ist wieder dran. Also, wir decken ihre Karte auf. Alles klar. Einsetzen kann sie gerade nichts. Sie hat keine freien. Was passiert, wenn sie keine freien einsetzen kann? Kriegt die irgendwelche Zusatzpunkte? Moment. Passiert nichts. Wenn sie keine einsetzen kann, kann sie keine einsetzen. Alles klar, okay. Der nächste Schritt, activate all villagers on tracks. Sie hat aktuell nur die beiden, die sie aktivieren kann. Das macht sie natürlich. Welchen zuerst? Den oberen. Okay, schauen wir mal, was er alles machen darf. Also, sie dürfte einen Cube setzen. Das ignoriert sie. Ich schaue noch mal vorsichtshalber. Ja, das Ding wird ignoriert. Dann darf sie sich eine Kreatur nehmen. Kreatur nimmt sie sich, ihr seht hier die Eule. Sie nimmt sich also die Eule, würde dafür einen Spirit bekommen. Spirit wird aber nicht gesammelt. Das Tier kommt einfach hier oben rein. Jetzt muss ich kurz gucken, kriegt sie trotzdem irgendwas dafür? Nee, nichts Zusätzliches. Wird einfach nur da reingelegt. Passt. Dann geht's weiter. Zack. So, jetzt auch wieder die Eule. Und rechts herum. Eule gibt's nicht, aber rechts das nächste Tier ist dieses hier. Das nimmt sie sich auch wieder und legt es hier rein. Sauber. Dann kommt sie hier hin. Das wird ignoriert und der Teil kommt raus und den kann sie nächste Runde wieder einsetzen. Wir machen mit dem hier weiter. Da passiert gar nichts. Genau, das ignoriert sie auch. Den ignoriert sie, den ignoriert sie. Hier darf sie einen einsetzen. Was macht sie beim Einsetzen? Das kenne ich auch noch nicht. Moment.
Sie setzt einfach einen ein, den sie hat. Okay, macht sie. Sie hat einen, kann also den hier einsetzen. Einsetzen würde sie ihn auf der 1. Es gibt aktuell keine farbigen Scheiben, wo sie einsetzen kann. Also setzt sie ihn hier ein. Zack. Dann würde sie wieder einen aktivieren. Das braucht sie natürlich nicht. Das fällt raus und der kommt wieder zurück. Okay, naja. Easy Sache. Andreas, grüß dich. Danke, danke, Andreas. Freut mich. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß an dem, was ich hier tue. Das war's. Fiona ist durch mit dem Aktivieren, mit dem Einsetzen der Villager. Dann Activate all Villagers on Trails. Das haben wir gerade gemacht. Genau, da waren wir schon. Complete one Ecosystem Card. So, jetzt müssen wir gucken. Sie hat aktuell nur ein Wasser zur Verfügung. Hier keins mehr. Also das geht nicht. Pilze geht nicht. Das hier geht auch nicht. Sie kann nicht. Das heißt, der wandert eins hoch und das war's. Update the Biome Reserve. Sie hat nichts bekommen. Die Pilgrim Tracks vor. Hier, das ist natürlich jetzt ganz interessant. Machen wir erstmal den hier, der ist am einfachsten. Also einen nach links. Jetzt hat sie 1, 2, 3, 4. Das heißt, sie bewegt sich und geht nach oben. Der wird nächste Runde dann hier entlang laufen. Hier werden drei Bewegungen ausgeführt. Also Bewegung 1, 2 und 3. So, das heißt, 1, 2, 3, der macht nichts. Die beiden hier gehen aber raus. Und zwar wird der erste hierhin gehen und der nächste hierhin. Dann kommt der hier wieder weg und kommt hier hinten dran. So, das heißt, in der nächsten Runde wird die drei Personen bewegen. Das ist natürlich schon heftig. Und ich habe aktuell nicht viele platziert. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen an Spirit rankomme. Dass ich da wirklich mal... Boah, das ist so bitter. Das sieht aktuell nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zwar Leute zum Einsetzen, aber ich kann ja immer nur einen einsetzen. Beziehungsweise müsste ich Spirit ausgeben, dass ich noch einen einsetzen kann. Ich müsste mal gucken, dass ich ein bisschen Spirit generiere. Ganz ehrlich. Okay, sei es drum. Ich bin dran. Ich darf also einen einsetzen. Der hier, 1, 2, wandert hier hin. Wenn ich da noch einen einsetze, könnte ich mir zumindest entsprechende Ressourcen sichern. Koralle, Seetang, Pilz. Das war ja ein bitteres Geschäft, ey. Blaue, ich habe aktuell drei, die noch sichtbar liegen. Das wäre noch eine Option, dass ich hier Punkte kriege. Hier wäre nicht schlecht bei Gelb, aber Gelb ist aktuell nichts, wo ich einsetzen könnte. Oh Mann, ey. Okay, pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich setze einen hier ein. Und ich setze einen, indem ich zwei Spirit ausgebe, hier ein und erhöhe den um 1, dass ich zumindest noch ein bisschen Punkte hier unten kassiere. Bewegung mache ich keine. Jetzt dürfte ich aktivierte losschicken. Ich habe gerade keine. Als nächstes darf ich ein Ökosystem fertig machen. Kann ich gerade nicht. Dann würde ich Punkte hier kassieren, geht nicht, aber ich bewege die hier. Also da ist ein kleiner, der wird um 1 weiter bewegt. Da liegt ein großer und ein kleiner, das heißt um 3. Wäre also 1, 2, 3. Den hier nehme ich raus und zwar hier runter. Oder, warte, lasst mich kurz gucken. Ja, passt. Und den hier, würde ich gerne, den lasse ich noch eins drauf. Will ich den hier runternehmen?
den will ich runternehmen, ja, tatsächlich. Ich nehme den gleich runter. Zack. Okay. Also ich zwei runtergenommen durch die Bewegung hier unten. Und dann ist wie heißt sie? Feronia wieder dran. Feronia. Meine Güte. Okay, auf geht's. Feronia, nächste Runde. Gut. Was macht Feronia als erstes? Einen einsetzen. Besser gesagt zwei, aber sie hat ja nur den einen. Jetzt gehen wir hier wieder nach der Position 1. Hier ist keine Disc frei. Auf der 2 ist keine frei. Aber auf der 3 ist eine frei, und zwar eine blaue. Das heißt, sie kriegt hier wieder einen Punkt. Und setzt den einen, zweiten kann sie nicht einsetzen. Der nächste Schritt ist wieder die stehenden aktivieren. Da hat sie deren 3. Die Frage ist, aktiviert die echt alle? Moment. Ja, alle, tatsächlich. Auch wenn es mehr als zwei sind. Respekt, wieder ein Vorteil für den Automar. Naja, gut. Legen wir mal los. Was haben wir alles? Also, hier darf sie einen einsetzen. Geht nicht, weil es keinen gibt. Hier werden die Karten ausgetauscht. Eins. Na, zwei. Drei. Ihr seht gerade meine Glatze. Sehr schön. Vier. Hier darf sie sich nehmen. Da muss ich jetzt gucken. Darf sie sich wirklich Karten nehmen? Moment. When taking ecosystem card, she takes the top card from the deck marked with an one. Genau. If you must take a second, marked two. Place each card taken into the first empty slot. If the two first spaces already have a card, stick the new card on the rightmost space, which can hold any amount of cards. Okay, alles klar. Also, sie nimmt sich jetzt die gelbe Karte, legt sie hier drauf, weil die schon belegt sind, geht eins weiter, nimmt sich die rote Karte, legt sie hier drauf, weil schon alle belegt sind, den nutzt sie nicht, der ist raus, zack, dann geht sie mit dem hier runter. Minus 6 Punkte, passiert natürlich nichts, wird ignoriert. Geschenkebereich wird ignoriert. Wasserressource, jawohl, die kriegt sie. Wasserressource, oh, jetzt wird es aber bitter. Wasserressource, au, 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 der fällt raus, zack. Dann der hier, Tier aktivieren, und zwar einen Frosch. Kommt hier oben drauf. Wenn sie einen platziert, ich merke mir das immer nicht. Sun Tracker, genau, das ist der hier, zack. Das war's, mehr kriegt sie nicht. Dann Koralle, einmal, zack. Koralle zweimal, zack. Koralle dreimal, wow. Das metert richtig, passiert nichts und raus. Wow, 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 wow. Okay, ist halt so. Dann Complete One Ecosystem Card. Jetzt müssen wir gucken. Sie braucht einen Baum, kann sie machen, und drei Wasser. Jawohl. Also, eins, zwei, drei. Wasser ist wieder weg. Baum ist weg. Und damit ist die Karte erledigt. Kommt hier hin. Die rutscht eins rüber und die erste rutscht eins rüber. Gut ist. Als nächstes Update Biomes. Genau, was hat sie? Sie kriegt hier Punkte, tatsächlich. 3, 2 und 2. Also 5, 7 Punkte für die Korallen. 7 Punkte. Wie geht es jetzt? Wie kriegt die die Punkte? Kriegt die über den Typen oder was? Moment. Ja, die kriegt sie direkt die Punkte. Wir haben gesagt, 7 waren es, ne? 7. Zack. Okay. Das war dieses. Und der letzte Schritt, die Tracks bewegen. Hier liegt einer. Ein vorwärts bewegen. Hier liegt einer. Ein vorwärts bewegen. Und das war's. 1, 2, 3, 4. Der ist jetzt so weit, dass er rausgeht. Und zwar geht der nach unten tatsächlich. Okay. Der bleibt liegen.
da passiert nichts. Bei mir passiert auch nichts. Fiona ist fertig. Fiona, sage ich immer. Ferun, ja. Ich bin dran. Okay. Ich darf wieder einen einsetzen. Das werde ich auch tun. Und zwar den Dicken hier auf Gelb. Damit kriege ich auf Gelb einen Schritt hoch. Will ich noch? Nee, ich gebe nicht noch mehr aus. Passt. Das war mein Zug. Step 2, ich darf 2 bewegen. Ich habe nur die beiden. Mache ich natürlich. Ich fange mit dem Kleinen hier an. Der geht hier runter, aktiviert eine Grinsekatze. Die Grinsekatze ist die erste, die aktiviert wird. Kommt hier hin. Der Sonnenscheibenmarker geht 1 rüber. Ich bekomme dafür hier bei Gelb einen weiteren Schritt. Dann kriege ich einmal Seetang. Zack. Ich würde hier ein Geschenk kriegen, da liegt aber nichts. Der ist raus und kommt hier rein. Den kann ich nicht wieder verwenden. Der ist dran. Eine Grinsekatze. Nee, das ist so eine Eule. Für die Eule bekomme ich 3 Punkte und 3 Spirit. 1, 2, 3 Punkte und 1, 2, 3 Spirit. Außerdem der Sonnenmarker. Wieder um 1 rüber. Next. 1, 2, 3 mal die Bäume. 1, 2, 3 mal die Bäume. Dann ein Geschenk von hier, nutzt mir nichts. Der ist raus und der kommt hier runter. Weil es ein großer ist, kann ich den wieder einsetzen. Gut. Gar nicht so schlecht. Naja, ich bräuchte 4. Scheiße, mir fehlt eine Ressource. Egal, gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte. Hallo. Muss nichts mehr auflegen, das passt schon, Schatz. Doch, aber du bist doch gar nicht da. Du bist doch gar nicht hier. Doch. Du darfst gerne hier bleiben, Schatz. Ich bin live. Du schaust zu, oder was? Ja, ist doch sehr schön. Rede ich einen Mist? Nein, passt. Ja, sehr schön. Okay. Jetzt hat sie mich rausgebracht. Ach ja, Ökosystem abschließen kann ich gerade nicht. Mir fehlt tatsächlich ein Baum. Ich brauche 4, ich habe nur 3. Blöd, da lag vorher noch einer, den hat mir aber Ferunia geklaut. Na gut, was soll's. Kann ich das nicht machen. Aber Step 4, ich kriege jetzt Punkte. Und zwar 3, 6, 8 Punkte. Für die Ressource Baum. Und nochmal 3 Punkte für den Seetang. 1, 2, 3. Einwandfrei. Dann wird wieder bewegt, in dem Fall 2 vorwärts, 1, 2, ich kann gleich entscheiden, ob ich runter will, mache ich dann. Und hier einen vorwärts, der fängt wieder hier vorne an. Will ich hier schon runter? Gute Frage. Nächste Frage, was kriege ich denn hier? Da kriege ich eine Karte. Nee, da will ich noch ein bisschen drum bleiben und den hier. Den lasse ich auch noch 1 liegen. Vielleicht kann ich den nächste Runde runterbringen. Ich lasse ihn gerade einmal noch liegen. Wobei, warte mal, ich brauche ja noch die Bäume, ne? Nee, ich nehme den auch runter, ich brauche die Bäume. Wobei. Warte, warte, warte. Ich hätte halt schon gern die Grinsekatze da oben, die zweite. Ei, 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 ei. Ich würde gerne einmal lila bei mir einsetzen hier. Ich hätte ein Lila hier, das würde passen. Nehme ich den jetzt schon runter nach unten, dann kriege ich ein grünes.
Beim Grünen wird die Sonnenscheibe aber wieder um 1 rüber versetzt. Das bringt mir ja nichts. Das bringt mir nichts. Ich muss dir noch eins drauflassen. Klingt bitter, hilft aber nichts. Ich muss ihn drauflassen. Okay, ich lasse ihn drauf. Ende Gelände. Feronia ist wieder dran. Auf geht's. So, Feronia macht folgende. Er hat jetzt wieder 3 liegen, also darf dann 2 einsetzen. Nimmt den ersten, Position 1, passt. Gelbe Scheibe, den hier 1 rüber. Der zweite kommt hier unten rein, passt. Blaue Scheibe, 1 rüber. Sehr schön. Haben wir erledigt. Dann kommt aktivieren. Und zwar die, die auf Track sind, da hat sie nur den einen. Kriegt sie nix, kommt eine Katze. Wow. Und die Sonne wird aktiviert. 1, 2, Wasser. Nix, nix, raus. Okay, mehr stehende hat sie nicht. Dann wieder eine Ökosystemkarte. 4 Pilze, sie hat 2 Wasser. Ach so, was ich gar noch nicht erwähnt habe. Wasser kann man als quasi Joker-Ressource auch für andere Ressourcen einsetzen. Ganz wichtig noch, hatte ich am Anfang gar nicht erklärt. Das heißt, sie hat einen Pilz, braucht noch 1, 2, 3 Pilze und ein Wasser. Sie hat zur Verfügung 2 Wasser. Also braucht sie, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. 4 Wasser und ein Pilz. 1, 2, 3, 4 Wasser hat sie und einen Pilz. Okay, also sie darf Wasser einsetzen. Immer wenn sie hier Wasser einsetzt, egal wie viel Wasser sie von sich einsetzt, sie geht 2 Schritte wieder nach unten. Dann setzt sie noch die 1, 2 Wasser ein von hier. Das waren die 4 Wasser für die Pilze. Plus, also 3-mal Pilz plus 1-mal Wasser. Und noch einmal den Pilz nach unten. Damit hat sie die Karte hier erfüllt. Kommt hier rüber, wandert auf die Seite, wandert auf die Seite. Und damit hat sie das geschafft. Update Biom, hier unten kriegt sie keine Punkte. Vorwärts schieben heißt den hier um 1 vorwärts schieben. Der kommt nach hinten. Ich kann jetzt entscheiden, ob ich den schon bewegen möchte. Nein, noch nicht. Ich möchte noch die 2 Spirit abnehmen. Hier wird um 2 bewegt. Schritt 1 und Schritt 2. So, jetzt ist er 1, 2, 3 weg. Passiert nichts. Hier passiert nichts. Da passiert nichts. Ich bin dran. Boah, Leute, das läuft wie geschmiert. Ich trinke wieder was. Ich habe einen Durst. Das viele Reden. Ich sag's euch. Ist nicht gesund. Prost. Okay. Weiter geht's. Ich darf. Was brauche ich denn? Hier oben würde ich dann... Ich möchte auf jeden Fall einen einsetzen. Rot habe ich noch nicht. Rot heißt diese Spinne und die Eule. Gibt es 2 Punkte, wenn die was sind? Das muss ich nochmal nachlesen. Oh Mann. Einfach nur die ich habe. Okay, das ist cool. Weiße Eule habe ich noch nicht, aber will ich ja gleich eine. Würde also passen, wenn ich die hier unten einsetze. Ich brauche aber ein Tier, also setze ich den hier oben ein. Außerdem gebe ich 2 aus, um einen Pfad weiter zu bewegen, und zwar den hier. Und damit darf ich den rausnehmen und hier hinsetzen. Den möchte ich dann gleich bewegen. Das war's. Heißt für mich, will ich mit dem raus? Schwierig. Lass mich mal kurz was gucken.
Also nur wenn sich der Track bewegt, ja. Den hier unten habe ich jetzt nicht bewegt, das heißt, hier kann ich gar nicht raus, da muss ich auf nächste Runde warten. Okay, dann war es das für mich. Dann dürfte ich bewegen, ich habe nur einen, der steht, aber den bewege ich natürlich. Ich kriege zwei Spirit. Dann werden da oben die Karten ausgetauscht. So, jetzt dürft ihr euch wieder mal Glatze anschauen. Eins, zwei, drei, vier. Dann bekomme ich zwei Karten. Also erstmal eine. Lasst mich mal überlegen, was gibt es denn da Schönes? Bäume brauche ich vier, ich habe nur drei. Kann ich die Runde nichts machen? Wir hätten Korallen tatsächlich, aber Korallen braucht anscheinend keiner. Das ist aber auch blöd. Hier gibt es nirgends Korallen auf den Karten. Wasser gibt es nicht mehr. Seetang gäbe es noch. Wow. Pilz gibt es gerade nicht. Pilze würde ich kriegen, wenn ich nach oben laufe. Ich brauche aber die Bäume, dann würde ich nach unten laufen. Oder ich aktiviere die Katze und kriege zwei Bäume. Das würde auch reichen. Heidenei. Schatzi, lass es bitte. Du stinkerst alles voll. Lass einfach ausgehen. Schatz. Hallo? Ja, lass ausgehen. Das ist eh schon 22.15 Uhr. Das ist warm genug hier drin. Ehrlich. Ja, lass ausgehen. Alles gut. Ja, ist gerade schwierig. Was mache ich? Was nehme ich für eine Karte da oben? Ich habe keine Ahnung. Hier würde ich einen dort setzen dürfen. Ja, komm, ich nehm die mit den Blumen mal. Hier. Ich nehme die hier als eine, dann kriege ich noch eine. Ach, Pilze. Boah. Ich nehme die hier. Die kleine. Okay. Gut, dann darf ich hier ein Geschenk nehmen, kann ich nicht, weil ich keins habe. Der kommt raus und ich kann die nächste Runde wieder einsetzen. Okay, das war dieses, dann dürfte ich ein Biom vollenden, kann ich aber nicht. Es gibt nur drei Bäume, es gibt keine Blumen und somit war es das auch schon. Okay, da geht nicht mehr. Dann wird abgerechnet, ich habe keine Ressourcen bekommen und die Tracks einmal weiter bewegen. Das heißt, den kann ich einmal nach rechts bewegen. Dann werde ich den hier auch rausnehmen und zwar setze ich ihn, wow, hier rüber. Oder? Da kriege ich halt ein Geschenk hier unten nicht. Ich gehe hier oben rauf. Moment, ich gehe hier rüber. Dann kann ich den setzen, kriege zwei Bäume. Ja, pass auf, ich gehe hierher. Richtig tricky. Okay, dann der hier wird bewegt und zwar zwei, eins und nochmal zwei. Jetzt kann ich überlegen, ob ich den gleich aktiviere. Tatsächlich nicht. Ich will noch einen weitergehen, weil ich mir dann zwei von den Tieren nehmen kann. Ja, passt so. Okay, das war's. Ferunia ist dran. Auf geht's. So, ich kriege hier jetzt gleich eine Rauchvergiftung, weil mein Schatz, naja. Ferunia setzt zwei ein, die hat sie auch noch. Und zwar Position 1 wäre hier unten, das haut hin. Sie kriegt wieder einen Schritt auf dem hier. Dann den nächsten auf der 2 ist hier oben, haut auch hin. Ja, wunderbar. Und sie kriegt wieder einen dazu. Das war dieses. Dann darf sie stehende Villager aktivieren.
Da gibt es keinen, kann sie also nichts machen. Sie kann ein Ökosystem, schauen wir mal, ein Wasser reicht nicht. Das würde gehen, aber Blume fehlt. Hier Baum würde gehen, Blume fehlt, das würde gehen, Koralle würde gehen und den hier kann sie über ein Wasser lösen. Das heißt, sie kommt hier runter und kann den hier aktivieren. Das heißt, einmal die Koralle, die Blume hat sie mit dem Wasser gemacht, einmal eine Koralle, Seetang, einmal Koralle und einmal Baum. Jetzt klaut die mir schon wieder meine Baumressource. Ich brauche die doch, um meins mal fertig zu machen. Das ist so frech, ey, ohne Scheiß. Doch, der kommt hier rüber, hier liegt jetzt gerade keiner. Weiter geht's, Update Biom, da hat sie nichts gekriegt. Und jetzt die Tracks vorwärts bewegen, den hier um einen. Zack, jetzt könnte ich entscheiden, dass ich rausgehe. Oh, warte mal, will ich noch den einen Spirit abgreifen? Oder gehe ich gleich raus und hole mal zwei Tiere? Hulalalala, hulalala. Das ist gar nicht so einfach gerade. Der Spirit wäre schon wichtig. Wenn ich den jetzt aber nicht hinstelle, bedeutet das für mich in der nächsten Runde, na gut, wenn ich den Track bewege, könnte ich es vielleicht trotzdem hinbekommen. Dann müsste ich wieder zwei Spirit ausgeben. Boah, ich gebe viel zu viel Spirit aus. Ich kriege keinen Spirit. Das kostet mich am Ende Punkte. Noch haben wir ein bisschen Luft, aber viel nicht mehr. Das Spiel ist fast zu Ende. Und ich habe noch nichts erreicht, ganz ehrlich. Um Gottes Willen, ey. Was mache ich? Gehe ich gleich raus? Gehe ich gleich raus? Gehe ich gleich raus? Oder warte ich noch auf die nächste Runde? Setz keinen ein und beweg nur. Ah! Vivian Eckstein, Hallöchen! Danke für deinen Stream. Ich kann zwar nicht immer live schauen, guck mir aber gerne die Videos später. Das freut mich. Dafür sind sie dann auch da. Sehr schön. Schön, dass du da bist oder da warst. Klingt fast wie wenn du jetzt wieder gehen möchtest. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem einen da oben mache. Lasse ich die Spirit liegen und nehme ihn raus, dann darf ich ihn jetzt kommende Runde, wenn ich dran bin, gleich nutzen. Ach komm, egal, ich mach's. Ich setze den gleich raus, dadurch, dass der bewegt wurde. Jetzt ist der hier dran, einen nach rechts, 1, 2, 3, also noch keine 4 Felder vorwärts. Hier sind jetzt 3, jetzt wird's interessant. 1, 2, und 3. Okay, 1, 2, 3. Der bleibt liegen, aber die beiden werden versetzt und zwar einer nach unten und einer nach oben und der kommt dann raus und kommt hier hinter. Okay, fertig. Nächste Runde darf sie also auch wieder 2 aktivieren. Aber erstmal bin ich dran. Ich kann jetzt einen schieben bzw. einen einsetzen. Ich setze natürlich einen ein. Jetzt lasst mich mal überlegen. Ich habe hier nicht mehr allzu viele, ich kriege aber gleich wieder welche. Was brauche ich denn? Ich habe genug Ökosystemkarten. Ich kriege mit dem da oben gleich 2 Tiere und ich muss sehen, dass ich die Ökosystemkarten fertig kriege. Ich kriege mit dem gleich so ein grünes Teil, genau. Dann kriege ich nochmal hier 2, dann habe ich 4 und kriege den fertig. Dann kriege ich 3 Blumen, das würde passen mit einer Koralle, ich würde den fertig kriegen. In der nächsten Runde, ich kann ja pro Runde nur einen fertig machen. Hier bräuchte ich Seetang. Seetang kriege ich hier. Das heißt, ich könnte hier einen einsetzen. Und mir dann den Seetang holen.
Ja, das war's. Ich gebe keinen Spirit aus. Ich darf jetzt zwei bewegen. Ich habe gerade zwei dastehen, passt also. Erste Bewegung, ich aktiviere die grüne Katze hier und kriege dafür noch das letzte Bonusplättchen. Aber der Sonnenstein geht wieder eins rüber. Das Bonusplättchen sagt, ich kriege zwei Ressourcen, eins und zwei, und zwar Baumressourcen. Dann geht es weiter. Eins, zwei, dreimal Blume. Eins, zwei, dreimal Blume. Ein Geschenk von dem hier, da stehe ich auf der 1, also ich darf mir einen raussuchen. Pilz brauche ich nicht. Ich würde mir noch einen Baum holen, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich wieder einen verliere. Nehme ich mir einmal die Ressource Baum. Zack. Dann kommt der raus und kommt hier hin. Den darf ich ja nächste Runde nicht wieder einsetzen. Dann ist der dran. Der geht eins hoch, darf sich eins der Kreaturen nehmen. Und zwar möchte ich eine Katze. Ne, eine Eule mit Katze. Bringt mir zwei Spirit. Die kommt hierher. Bringt mir zwei Spirit. Jetzt bin ich bei minus eins. Ich komme langsam wieder in den positiven Bereich. Sieht gut aus. Dann darf ich mir noch eine nehmen. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich krieg hier bei Rot noch keine Punkte. Wäre aber interessant. Weil ich da für die Eule und für die Spider-Ant Punkte kriegen würde, zusätzlich. Also wäre es ganz schick, wenn ich mir jetzt die Eule hole. Auf der anderen Seite hier habe ich gleich den Frosch mit 4. Ich hole mir einen Frosch. Zack, gibt mir nochmal einen Spirit. Ich bin wieder auf 0 und auch der Frosch kommt hier rein. So, das war dieses. Dann kriege ich hier ein Geschenk von hier. Auch das, geile Sache, darf ich mir nehmen. Schade, den hier kriege ich nicht. Würde ich nur kriegen, wenn ich einen von den beiden kleinen dort eingesetzt hätte. Hätte ich jetzt einen Schritt bei Rot, der wäre natürlich gut für mich, weil ich dann die Punkte für die Eule kriege. Da habe ich ja eine. Naja, egal. Was nehme ich mir? Ich könnte einen einsetzen. Nee. Ich könnte mir einen schwarzen holen zum Einsetzen. Das wäre eine Option. Oder ich hole mir einen Pilz. Das sind 4 Punkte. Es geht Richtung Ende des Spiels. Ich hole mir den Pilz mit 4 Punkten. Ganz einfach. Pilz braucht der da oben nicht. Ich zwar auch nicht, aber ich kriege Punkte dafür. Und damit ist der durch und kommt wieder raus und ich habe nächste Runde zur Verfügung. So, dann darf ich eins von meinen Projekten hier abschließen. Und zwar hätte ich da gerne, ich könnte vieles machen. Gelb nutzt mir nichts. Ich habe einen Frosch, ich will hier die Rosa nennen. Das heißt, ich möchte den hier beenden. Das heißt, ich brauche 3 Bäume. 1, 2, 3 und noch einen, 4. Perfekt. Der ist beendet. Ich kriege 3 Spirit. 1, 2, 3. Ich bin jetzt endlich mal im positiven Bereich. Geile Sache. Außerdem darf ich einen Geschenke-Cube hier unten platzieren. Jetzt habe ich schon 3 insgesamt platziert. Finde ich nicht schlecht. Dann darf ich die rumdrehen und siehe da, so sieht meine Karte aus. 2 Steine und 4 von den Bäumen. Jetzt muss ich mal gucken. Also, ich würde gerne die Steine sichtbar lassen, weil wenn ich die Steine sichtbar habe, kriege ich Punkte hier über den ersten Bereich. Wenn ich den jetzt einfach hier so parallel anlege, könnte ich hier den Frosch platzieren und hätte für den hier schon mal 4 Punkte. Keine schlechte Sache, mache ich. Ich platziere den hier und platziere den hier. So, cool. Jetzt habe ich schon 3 Kreaturen, das ging jetzt relativ flott, hätte ich gar nicht gedacht. Aber sehr schön, gefällt mir, passt. Das war das eine. Jetzt kriege ich Punkte für die Ressourcen und zwar habe ich bei den Blumen 3, 5 und nochmal 2 sind 7. Und nochmal 4 für einen Pilz, bin ich bei 11 Punkten. Sehr schön. 11, also 41.
So muss es nämlich sein. Ich brauche Punkte. Sonst habe ich gegen den hier unten keine Chance. Der bekommt alleine hier schon 40 Punkte. Weil ich ja Stufe 4 genommen habe in der Schwierigkeit. Also die Punkte, die er mit dem macht, mal 4 plus die Punkte, die er sonst noch so kriegt. Das wird eine knappe Geschichte. Aus aktueller Sicht. Okay. Weiter geht's. Das haben wir gemacht. Jetzt muss ich meine Tracks bewegen. Das heißt, hier liegt einer, der wird also um 1 und um 2 bewegt. Dadurch, dass der um 2 bewegt wird, ist der hier verfügbar. Der kommt auf den hier. Ich werde meinen rausnehmen, weil ich kein Tier aktivieren möchte, sondern nur die Ressourcen. Perfekt. Das war's. Feronia ist dran. Schauen wir mal, was hat Feronia als nächstes für eine Karte? Aha. Feronia kann aktuell niemanden einsetzen. Nicht so schlimm. Also für mich zumindest. Als nächstes alle, die stehen, aktivieren. Das wären in dem Fall sogar 3. Also für sie nicht schlecht. Die werden jetzt einfach der Reihe nach abgedudelt. Und alleine hier kommen schon 3 dazu. Das heißt, wir sind wirklich kurz vor Ende des Spiels, weil sie jetzt schon 3 neue Kreaturen aktiviert. Das heißt, der Sonnenmarker wandert auf die vorletzte Position. Die nächste Kreatur, die aktiviert wird, heißt, das Spiel ist zu Ende. Wir spielen dann zwar noch 2 komplette Runden, aber trotzdem, ich muss jetzt ein bisschen langsam an die Endwertung denken. Und ihr seht schon, viel habe ich nicht geschafft. Tatsächlich. Das schaut echt mau aus hier. Aber okay, gucken wir mal. Vielleicht ist ja ein bisschen was bei rumgekommen. Los geht's. Wir fangen mit dem ersten hier an. Ne, nach unten geht's zuerst. Also, eine Spider-Ant. Hier drauf. Sonnenscheibe, 1 nach links. Dann 1, 2, 3 Ressourcen und zwar Seetang. 1, 2, 3 Ressourcen Seetang. Kriegt sie nichts, der kommt raus und hier oben hin. Weiter geht's mit dem hier. Noch eine Spider-Ant. Zack, Sonnenscheibe 1 rüber. 1, 2, 3 Ressourcen Koralle. 1, 2, 3 Ressourcen Koralle. Kriegt sie nichts, raus und fertig. Und ein letzter, ein Frosch. Scheibe 1 rüber. 1, 2, 3 Korallenressourcen. 1, 2, das war's. Mehr Ressourcen gibt es nicht. Fertig, raus. Saubere Geschichte. Okay. Jetzt können wir eine Karte entsprechend aktivieren. Gucken wir mal. Was hat sie denn für Karten? Blume wäre vorhanden. Koralle wäre vorhanden. Wasser gibt es aber nicht. Geht nicht. Dreimal Wasser geht auch nicht. Okay, sie kriegt keine. Das heißt, One Step. Okay, sie hat jetzt wieder ein Wasser zur Verfügung. Das war's. Okay, mehr kann sie hier gerade nicht machen. Dann kriegst du jetzt aber trotzdem Punkte und zwar nicht gerade wenig. 2, 3, 4 Punkte für die Koralle. 4 Punkte, 1, 2, 3, 4. Und nochmal 3, 6, 8 Punkte für den Seetang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na sauber. Jetzt haben wir eigentlich es an Ressourcen. 3 Blumen, Koralle. Das heißt, ich kann auf jeden Fall eine, wenn nicht sogar... Ne, 2 kann ich ja nicht. Ich kann pro Runde immer nur eine zumachen. Aber ich kann auf jeden Fall eine zumachen. Das ist schon mal echt genial. Ich kann mich die Runde also wirklich darauf konzentrieren, ein paar Punkte zu kreieren. Das mache ich hier mit den Ressourcen. Und jetzt mit dem Einsetzen. Ich würde gerne, was bringt mir denn wirklich was? Felsen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Felsensymbole. Das wären 10 Punkte, wenn ich hier hingehe. Wäre schon mal nicht schlecht. Was geht noch? Hier oben grün würde gehen. Grün heißt, in einer Reihe kriege ich 2 Punkte. 2, 4, das wären 8 Punkte. Nicht so toll.
Gelb geht nicht und Rot geht auch nicht. Also bei Blau einsetzen fände ich ganz schick, wenn ich ehrlich bin. Bei Blau einsetzen klingt sehr gut. Faktor 2 für die Steine. 5 Steine sind es. Hier kommen noch 2 dazu. Das ist cool. Mach mal, ich setze hier ein und kriege den Würfel 1 hoch. Jetzt könnte ich Spirit ausgeben. Lasst mich mal überlegen. Macht es Sinn, Spirit auszugeben und noch einen einzusetzen? Beim Wasser könnte ich natürlich noch mal richtig abgreifen, punktetechnisch. Ne? Wenn ich da oben noch einen einsetze, kostet mich das 2 Spirit, aber bis der hinten am Wasser ist, kannst du vergessen, das wird nichts mehr. Seetang, Hammer, Blume. Ich bräuchte noch eine Blume, sehe ich gerade. Mir fehlt eine Blume. Das heißt, ich setze, ja, ich gebe 2 Spirit aus, 1, 2, und setze den hier ein. Okay, dann stehende bewegen. Ich habe nur einen, aber den bewege ich natürlich. 1, 2 mal Seetang-Ressource. Ein Geschenk von hier kriege ich nichts und raus. Das war's schon. Jetzt kann ich ein Projekt beenden. Und zwar werde ich dieses hier machen. Das Gelbe und den Seetang, weil ich hier ein Geschenk bekomme. Ne, auf 2 komme ich hier hoch. Ich krieg noch ein Tier. Nee, das ist schlecht. Dann mache ich das Spiel aus. Dann muss ich die hier nehmen. Sonst würde ich das Spiel ausmachen. Will ich aber noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. So, ich muss 2 Seetang ausgeben. 1, 2. Das mache ich. Ich kriege keine Punkte. Schade. Und eine Blume. Zack. Dann kriege ich einen Spirit. Okay. Und ich darf hier einen Würfel einsetzen. Oder? Nee, hier unten darf ich einen Würfel einsetzen. Hier darf ich einen einsetzen. Sehr schön. Warum das so schön ist, kann ich euch auch sagen, weil ich Punkte kriege, und zwar mit der Eule hier. Für die hier 2 Punkte oder so ähnlich. Einen Punkt für jeweils 2 Stück. Und da habe ich jetzt 1, 2, 3, 4. Das heißt, es sind schon mal 2 Punkte zusätzlich. Ist nicht schlecht. Okay, was mache ich mit dem Ding? Oh, das schaut aber mit... Boah, Gras und Gelb. Der Gelbe wäre nicht falsch. Ich lege den mal, wie kann ich den gewinnbringend anlegen? Eigentlich so, weil ich da die meisten Steine habe. Ich lege den hier oben hin. Geht das? Ja. Sieht komisch aus. So. Ist die wegen Glenn die Karte? Wirkt fast so, ne? Ja, okay. So. Jetzt, Punkte kriege ich keine, weil ich gerade alle Ressourcen ausgegeben habe. Die Tracks werden bewegt. Der hier um 1. Und der hier um 1 und 2. Dann kommt der hier runter. Ich lasse den hier aussteigen, und zwar hier runter. Den hier lasse ich noch nicht aussteigen, der will noch 1 weiter vor. Okay, fertig. Feronia ist dran. Wir kommen dem Ende entgegen. Hier liegen noch massig Kreaturen. Ne? Das ist echt blöd, weil du musst ja gucken, dass du eine Aktion bekommst, bei der du eine Kreatur kriegst, sonst kannst du nicht einsetzen, ne? Ist logisch. Da gibt es nicht so viele. Hier ist einmal die Aktion, hier oben, die kriege ich nicht. Die kriege ich erst jetzt, weil ich den Würfel setzen durfte. Hier gibt es das Teil, da habe ich nichts. Und hier unten gibt es, da werde ich vielleicht gleich hinkommen, wenn ich hier unten lang gehe. Dann dürfte ich mir eine Kreatur holen, um die einzusetzen. Ja, okay, egal. Feronia ist dran. Feronia hat eine Karte gezogen und darf jetzt 2 einsetzen.
Position 1 ist hier unten, da ist aber keine Scheibe. Die 2 ist hier oben, keine Scheibe. Die 3 ist hier unten, keine Scheibe, aber die 4 da oben gibt es eine Scheibe. Zack. Und die Scheibe heißt 1 nach links. Die zweite, und zwar gibt es keine Scheibe mehr, aber die 1 ist hier unten, da setzen wir ein. Fertig. Jetzt darf sie Stehende bewegen, es gibt gerade keine Stehenden. Sie darf ein Ökosystem fertig machen. Sie hat ein Wasser, es gibt Koralle und es gibt Blume. Also die ganz links kann sie schon mal beenden. Das Wasser gibt sie aus. Sie gibt die Blume aus und die Koralle aus. Perfekt. Der wandert hier rüber. That's it. Hat sie nichts bekommen? Die Tracks bewegen, das wäre der hier 1, zack. Der hier 1 heißt für mich, ich gehe raus und zwar nach unten tatsächlich. Nee, ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ja, ich muss nach oben raus, hilft alles nichts. Hat sie den jetzt schon bewegt? Ja, den hier muss noch bewegen und zwar zwei, einmal. Und zweimal, der kommt auf die Seite. So, 1, 2, 3, 4, der geht raus und zwar nach oben. Der nicht, 1, 2, 3, die beiden auch nicht. Das war's, ich bin wieder dran. Feronia ist durch. Was mache ich jetzt? Ich habe einen zum Einsetzen. Das werden wir natürlich auch tun. Aber wo? Ich hätte gern noch eine Kreatur, glaube ich, weil Kreaturen geben mir Punkte. Ja, ganz einfach. Da oben habe ich zweimal Gras, das heißt, ich könnte mir die Katze holen. Ich könnte mir aber auch mit Gelb adjacent ist, dann müsste der hier oben liegen. Da habe ich die falsch rum hingelegt, ne? Ich drehe die nochmal rum. Ihr habt nichts gesehen. So. Besser. Ich erkläre dann gleich, warum. Ich lege den tatsächlich hier oben hin. Ich gebe keinen Spirit aus, also mache nicht noch zusätzlich was. Stehende darf ich bewegen. Ich habe zwei Stehende. Ich fange mit dem hier an. Der gibt mir 1, 2 mal Ressource Seetang. 1, 2. Außerdem darf ich mir von hier was holen. Und da könnte ich mir jetzt tatsächlich ein Tier holen. Und zwar dieses Ding hier. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das orangene Grinse-Ding. So, bringt mir einen Spirit. Und ich lege den hier rein. Den werde ich dann hier platzieren. Oder vielleicht hier. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Dann kommt der raus. So, als nächstes 1, 2 Ressourcen Blume, 1, 2 Ressourcen Blume, ein Geschenk von hier und da nehme ich mir Koralle, Baum, dann nehme ich mir einen Pilz, Ressource Pilz, raus, fertig. Okay, das war's. Dann darf ich ein Ökosystem fertig machen. Tatsächlich mache ich das hier fertig und beende damit das Spiel. Also es gibt noch zwei Runden, aber ich habe auf der Ökosystemkarte, ihr seht es hier, da oben eine Kreatur, die ich platzieren darf. Und mit dem, dass ich die platzieren darf, muss die Sonnenscheibe 1 nach links und damit ist das Ende eingeleitet. Okay, ist aber so. Also, die Blumen. 1, 2, 3. Drei Blumen ausgegeben und eine Koralle ausgegeben. Dann kriege ich einen Spirit. Darf mir von hier ein Geschenk holen und da nehme ich tatsächlich noch mal zwei Spirit, weil das für mich 10 Punkte sind. Hier die zwei Spirit, zack, sind dann am Ende 10 Punkte und ich darf noch mal so eine Spider End hier oben setzen, ist ein Punkt und ein Spirit. Ein Spirit und wo bin ich hier? Ein Punkt. Genau, damit setze ich den hier rüber und das Ende ist eingeläutet. Die hier darf ich aber vorher noch puzzeln.
Und da puzzle ich jetzt, wie puzzle ich die hin? Ich könnte die so hin puzzeln. Dann habe ich zweimal gelb, genau, und die adjacent zu dem Frosch. Genau, ich puzzle die so hier rein. Dann kann ich den hier platzieren. Der ist adjacent zu dem hier, bringt also Synergien, hat die beiden. Die Steine bringen mir Synergien, das bringt mir Synergie, die beiden oder die beiden, das kann ich machen, wie ich will. Okay, also es würden doch ein paar Punkte für mich geben, ganz so dramatisch ist es gar nicht. Fertig. Habe ich alles gemacht, das Ökosystem, jetzt kriege ich noch hier Punkte und zwar 2, 3 Punkte für den Tang und nochmal 3 Punkte für den Pilz, wären 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bin ich bei 48. Okay. Wie gesagt, Ende ist eingeleitet. Das heißt, ich nehme jetzt die beiden hier, lege die hier hin. Das wären jetzt die Rundentracker für die letzten beiden Runden. Das sind nochmal 2 Sonnenscheiben. Jetzt ist sie dran, einmal ich. Wenn ich dran bin, lege ich den weg. Sie ist dran, einmal ich und das Spiel ist zu Ende. So ist es gedacht. Genau, das heißt, die Sonnenscheibe kommt hier rüber. Dann machen wir die Endabrechnung und dann sehen wir mal, ob es geklappt hat oder nicht. Gut, also erstmal Feronia. Zack. Feronia darf 2 einsetzen, hat nur noch einen. Wird den einsetzen. Moment, ich habe meine Tracks nicht bewegt, das muss ich noch machen. 1, 2 und gehe tatsächlich mit dem hier nach oben raus. Hatte ich noch nicht gemacht. Genau, so, sie darf einsetzen. 1 wäre hier oben, 2 ist hier unten, nein, 3 hat keinen, 4 hat keinen, also geht es auf die 1. Zack. So, nächster Schritt, bewegen, was steht. Erstmal müssen wir gucken, 1, 2, 3, 4, die, ach nee, im 5. Schritt werden die aufgestellt, vergiss. Der steht, also, 2 Spirit passiert nichts. Die Karten austauschen, das machen wir noch. 1, 2, 3, 4. Dann eine Karte nehmen, und zwar die 1, das wäre die hier. So, nächste Karte nehmen, die 2, das ist die hier. Kriegt sie nichts, fertig. Sonst steht keiner, alles klar. Eine fertig machen. 3 Wasser gibt es nicht, 2 Wasser gibt es nicht. 2 Bäume gibt es auch nicht. Kann keine Karte fertig machen, der wandert 1 hoch. Ich bin dran. Punkte gibt es keine. Ne, die Tracks müssen wir noch bewegen. Das vergesse ich gerne in letzter Zeit. So, einmal. Hier 1. Die beiden kommen gleich runter. 2 und 3. Wo war der? Da war der. So, der kommt, der erste kommt. Er ist in der E2, also einer oben, einer unten. Für die noch verbleibende nächste Runde. So, jetzt bin ich dran. Ich könnte noch einen einsetzen. Nur überlegen, was kann ich denn noch realisieren? Grün würde ich noch was kriegen, das wäre mal 2, 2, 4, das wären 8 Punkte, wenn ich mich da oben hin platziere. Einsetzen. Der kriegt gleich einen Spirit, oder? Ja, einen Spirit. Wenn ich dann nichts mache, gehe ich auf die 20. Das wären 10 Punkte mehr, das ist natürlich schon eine coole Sache. Kann ich noch irgendwas machen, was mir was bringt, effektiv was bringt? Eigentlich nicht. Ich hole mir den Grünen hier, der bringt mir Punkte. Hier den Würfel 1 hoch. Schick wäre Blau 1 hoch, aber da keine Chance. Okay, ich gebe nichts aus. Jetzt kann ich bewegen und zwar den zuerst, gibt mir einen Spirit, bin ich oben bei der 8, gibt 20 Punkte. Dann kann ich mir ein Tier nehmen. Was kann ich denn machen? So einen blöden Frosch gibt es nicht mehr. Oh, das ist aber schade. Da ist eine Fliege. Hm.
das nutzt mir nichts. Ich könnte höchstens hier eins platzieren. Mehr geht tatsächlich gar nicht. Hier könnte ich einen platzieren. Das wäre grün. Hier könnte ich, was ist denn das Rote? Das Rote ist so ein Dingens. Was bringt mir das Rote? 3 Punkte für jedes Biom. Das wären 3 Punkte. Dürfte ich den hier hinsetzen, weil dann könnte ich die Katze nehmen. Die bringt mir 4 Punkte anstatt nur 3 Punkte. Muss ich mal kurz gucken, was das diagonale Setzen bedeutet. Moment, wo war's? Das Setzen von Tierchens. Wann ist beschrieben? Hier. Okay. Ecosystem from your captive area. Adjacent. If you do not place a here. All intersections orthogonally adjacent cannot have a creature placed there. Das wäre Punkt 2 hier. For example, the two intersections labeled 1 are the only eligible spots. Genau, und das ist diagonal. Das passt, würde gehen. Okay, dann nehme ich, ich könnte also hier eine platzieren, weil es diagonal zu der ist. Dann nehme ich mir da oben die hier. Genau, ich nehme mal die hier, bringt mir nochmal einen Spirit, kriege ich nicht mehr. Die kommt hier rein. So, dann kriege ich noch ein Geschenk von hier. Dann nehme ich mir einen Pilz, weil der Punkte bringt. Oder beim Roten darf ich noch eins hoch. Wären 2 Punkte zu 3 Punkte. Ich nehme den Pilz und dann ist der raus. Okay, mehr kann ich nicht machen. Ökosystem abschließen geht nicht, weil ich keins mehr habe. Aber ich kriege noch mal 3 Punkte für den Pilz. 1, 2, 3 bin ich bei 51. Perfekt. Der hier kommt aus dem Spiel, weil ich meine Runde durch habe. Feronia ist noch einmal dran. Dann ich noch einmal und das Spiel ist aus. Chris, ja hallöchen. Guten Abend. Von dem Spiel habe ich gerade die deutsche Regelübersetzung zum Lektorat hier. Sehr schön. Das freut mich, weil LA Cat Games hat nicht gerade mit dem Text in der Anleitung geglänzt, mit dem Englischen. Also finde ich, es ist ja auch so ein bisschen eine Sache, wie kommt es rüber, aber ich finde, der ist ein bisschen nicht wirklich gut geschrieben, nicht gut formuliert, nicht gut aufgebaut. Dürft ihr gerne besser machen in der deutschen Variante. Okay, also, die Dame ist dran. Karte gezogen, sie hat nur einen zum Einsetzen, geht auf die 1. Ist nicht... Nee, was habe ich wieder nicht gemacht? Weiter transportiert. 1 und 2. Dadurch kommt der hier hin, also nicht runter. Runter kommt er jetzt erst in dem Zug im Step 5. Der kann eingesetzt werden und zwar hier, weil da noch ein grüner Marker ist. Zack, okay. Ich bin gespannt. Ja, das glaube ich. War ich auch. Aber ich bin positiv überrascht. Ich habe mir es auch nicht anders gedacht, weil der Autor, ich kann den Namen nicht merken, Dani Garcia, als Fan von Taschini einiges von den, zumindest im Ansatz von den Aktionen oder Mechaniken der Taschini-Spiele übernommen hat und hier ein bisschen abgewandelt reinbringt, ist echt genial. Macht richtig viel Laune. Also mir hat es bisher viel Spaß gemacht. Okay, machen wir hier weiter. Eingesetzt hat sie. Dann kommt als nächstes das Aktivieren. Da gibt es deren 2. Wir beginnen, da kriegt sie nichts. Dann, oder? Nach unten zuerst, okay. Nix. Einsetzen kann sie nicht. Nix. Okay, der ist lustig, der bringt nichts. Hier oben nix, weil sie keine Geschenke kriegt. 2 Tiere. Und zwar...
den Frosch haben wir nicht. Oder Katze oder was auch immer das ist. Links daneben die hier. Zack. Und dann gleich nochmal. Und zwar den hier. Halt von unten nach oben. Zack. Das war das. Nix, nix und raus. Halt nicht bei mir hier oben. Fertig. Ökosystem abschließen. Sie braucht mindestens 2 Wasser. 3 Wasser, keine Chance. 2 Blumen, keine Chance. Und nur 1 Wasser, geht also nicht. Kann sie keins abschließen, darf hier eins hochklettern. Das war's. Punkte kriegt sie keiner, weil sie keine Ressourcen gekriegt hat. Hier gehen wir eins vor. Sind jetzt auf 1, 2, 3, passiert nichts. Der hier kommt hier hin und hier wird einmal weitergeschoben. Zack, da passiert nichts. Ich werde meinen rausnehmen. Aber wohin? Nach oben. Aber nicht hier, sondern hier. Okay. Ich kriege noch ein Tier. Habe ich das Tier vorhin gesetzt? Habe ich nicht gemacht. Ne? Muss ich noch machen. Zack. So, jetzt. Okay, das war dieses. Jetzt darf ich einsetzen. Die letzte Sonne haben wir. Ich setze noch mal einen ein. Aber wo? Da kriege ich gleich einen, wenn ich 2 ausgib. Ressourcenbaum wäre noch interessant, ne? Ich gehe mal hier rein. Er würde mir nichts mehr nutzen, vermute ich mal. Also ich gebe jetzt nichts mehr aus, weil ich die 20 Punkte habe. Das war's, das bleibt wie es ist. Ich darf jetzt bewegen, da habe ich nur den hier oben. Der kriegt einen Spirit, passiert nichts. Der darf sich ein Tier nehmen und zwar nehme ich mir das rote Dingens hier. Den kann ich da ganz außen noch reinsetzen. Das ist vielleicht gar nicht so. Oder hier. Hier könnte ich den auch setzen. Aber Diagonal Adjacent zählt hier nicht. Der müsste dann hier hin, das geht nicht. Also ich kann den nur hier hinsetzen oder hier. Dann nutzt er mal aber, glaube ich, nichts. Ja, dann nutzt er mal nichts. Da werde ich ihn wahrscheinlich hier hinsetzen, gibt er zumindest für den Rot noch ein paar Punkte. Ja, ist okay. Dann darf ich mir hier noch was raussuchen. Ich nehme mir wieder eine Ressource und zwar Pilz. Gibt zumindest 2 Punkte. Gehe raus und das war's. Mehr bewegen kann ich nicht. Abschließen kann ich nicht, aber ich kriege die Punkte und zwar 2 für den Pilz. Gehe auf die 53. Dann wird bewegt und zwar 1, 2. Der kommt hier raus. Da wird nichts bewegt. Und das war's. Ende Gelände. Sie ist gar nicht mehr dran. Jetzt komme ich ins Schwitzen. Ich bin gespannt, ob mir das so gut gefällt wie Barcelona. Das kann ich dann nicht sagen. Ach, warte mal, da oben hast du noch was geschrieben. War bei Cordoba ja auch nicht so toll, aber man hat da leider nur bedingt Handlungsspielraum. Ah, schade, ne? Das Layout und die Seiten sind halt vorgegeben. Das ist blöd, ja. Ja, aber vielleicht kann man in der Übersetzung doch das ein oder andere noch ein bisschen mit rauskitzeln. Gebt euch Mühe. So, ja. Gut, Barcelona kann ich nicht mitreden, ich habe Barcelona noch nicht gespielt. Aber was ich bisher gespielt habe, sind natürlich die Taschini-Spiele. Und gerade von Zolkin und auch Teotihuacan hat er Dinge hier mit reingebracht und dann noch sein eigenes. Aber da kommen wir gleich im Fazit noch drauf. Gucken wir erstmal, was die Punkte machen. Jetzt wird es interessant. Ich beginne einfach mal mit meinen Punkten, würde ich sagen. Ja. Machen wir erstmal meine Punkte. Endgame Scoring. Your score is normal, but Feronia Endgame Scoring works different. Okay, machen wir erstmal meine. Da muss ich gucken. Game End. Hier haben wir es. Endgame Scoring. Also, wir beginnen und zwar hier mit dem ersten Punkt. For each creature in your captivity area on your player board, lose. Ach nee, die darf ich noch setzen. Habe ich nicht gemacht. So, jetzt.
Lucius, ich habe hier keine, also ich verliere keine Punkte. Ganz einfach. Also Spirit, nicht Punkte, Entschuldigung. Dann, nächster Punkt. Die Spirit-Abrechnung. Gain or lose points based on where your Spirit Tracker is on the Spirit Track. Ich bin ganz hinten, kriege 20 Punkte. Extra so gemacht. 53, sind wir bei 73. Jawohl. Weiter geht's. Season-Tile, das sind diese hier. Also, score each Season-Tile from left to right, von hier nach da. Ich kriege pro sichtbarem Stein, 1, 2, 3, 4, 5, 9, kriege ich einen Punkt, mal 2 sind 18 Punkte. 83, 91, zack. Dann, der hier. Für die längste orthogonal liegende Kreaturenkette kriege ich pro Kreatur 2 Punkte. Also, das sind 2, das sind 2, das sind 2. Also, 2 sind 2, sind 4. Mal 2 sind 8. 8 Punkte hierfür bin ich bei 99. Dann sind wir bei Gelb. Und zwar kriege ich für jede Kreatur, die adjacent zu einem Wasser ist, 2 Punkte. Das ist nur eine. Aber mal 2 sind 4. 1, 2, 3, 4. Ich bin bei der 100 angelangt. Dann sind wir hier für jede Spider-End. Da habe ich gar keine. Und für jede Eule kriege ich 2 Punkte. Leider kriege ich nichts, weil ich den Würfel nicht hochgebracht habe. Das ist aber bitter. Ich sag's dem Übersetzer. Ja, mach mal. Unbedingt. Okay, das war die Season-Geschichte. Dann score all creatures in your ecosystem. Jetzt kommen wir hier hin, zum Ökosystem. Ich kann das vielleicht noch mal größer machen, dass ihr das auch ordentlich seht. Playerboard, war das das hier? Nein, das war es nicht. Okay, Moment. Dann war es das Karten, das Ding hier. Okay, hier seht ihr jetzt mein Ökosystem, das ich gebaut habe. Ich habe... Jetzt, okay, gehen wir von oben nach unten durch. Also es gibt ja hier dieses, muss ich euch nochmal zeigen, dieses Schema, nachdem die Punkte für die entsprechende Belegung vergeben werden. Fangen wir mal an. Ich habe hier diese Frösche. Jeder Frosch gibt mir 3 Punkte für jedes Biom, in dem Fall rosa, also 3, 6, 9, nochmal 3, 6, 9 wären 18 Punkte für die beiden hier unten. 18, 13, 8, 21. So, 21, okay, dann. Rot habe ich auch einmal, der kriegt 3 Punkte für jedes rote Biom, sind nur 3 Punkte. Aber besser als gar nichts, ne? Dann haben wir dieses Grinse-Ding hier. Frosch, Kröte, keine Ahnung. 2 Punkte für jedes gelbe Angrenzen. Das sind 4 Punkte. Außerdem für einen Frosch, der benachbart ist, das wäre der hier, 3 Punkte dazu. Wären also 4 und 3, 7 Punkte. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geile Sache. Dann kommen wir zu dem grünen Ding hier. Das ist die Katze da oben. 2 Punkte pro diesem grünen Biom, also 4 Punkte und nichts mehr. 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir lila, das ist die Eule. 2 Punkte für jedes lila, ne? Da hat sie nur einmal, das sind 2 Punkte. Und jetzt wird es interessant. Einen Punkt pro 2 Geschenke. Also ich habe hier, ne, das seht ihr jetzt nicht mehr, das muss ich wieder ausmachen. Moment. So, ich habe hier einen, zwei, drei, vier. Wären 2 Punkte zusätzlich, sind also 4 Punkte über die Katze. 1, 2, 3, 4, eine Katze, Eule, also über die da. Dann hätte ich so eine Spider-End, würde ich noch was kriegen, habe ich aber nicht. Dann kriege ich noch was.
Und zwar Tiere, die angrenzend an ein Wasserbiom sind, bekommen ihre Punktzahlen mal 2. Das heißt, ich bekomme nochmal 3, 6, 9 Punkte für den Frosch zusätzlich. Also 2, 4, 6, 8, 9 bin ich bei 148. Das ist doch ganz okay. Da kann man jetzt erstmal nicht meckern. 148 stehen. Jetzt kommt es aber darauf an, was hat denn der Bot realisiert? So, ich habe die Schwierigkeit 4 gewählt. Ob das ein Fehler war, werden wir gleich sehen. Für Endgame Scoring. Okay, during Final Scoring. Advance first veteran villager on the RP track, one space for each invited creature on her board. 1, 2, 3, 4, also, obala, gehst her. 1, 2, 3, 4, sind wir schon bei 15. Dann, each card in her completed ecosystem. 1, 2, 3, 4, 5 nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, sind wir schon bei 20. Außerdem, each villager she has unactivated at the start of any trail. Nicht aktiviert am Start irgendeines Trails sind die beiden. Das wären nochmal jeweils einen. Ach warte, every two cards. Every two cards on the rightmost. Moment. Was? Every two cards on the rightmost ecosystem card space on her board. Da hat sie nur eine, da kriegt sie keine Punkte. Jetzt die Villager sind 2, das wären nochmal 2 Punkte. 21, 22. So, jetzt. She scores additional points for each space her veteran villager has advanced on the RP track times to difficulty you choose her. Okay, jetzt muss ich. Ich habe die 4 gewählt, Schwierigkeit 4. Das heißt, die 22 mal 4 sind wir bei 88. Richtig? 88. Zusätzlich zu den 19, 98, 99, 107. Also sauber gewaschen. Und das war's. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Okay, Stufe 4 war gar nicht so schwer. Oder ich habe mich nicht so blöd angestellt. Das kann auch sein. Interessant. Also da könnte man vielleicht sogar noch Schwierigkeit erhöhen. Es geht ja von 2 bis 7. Ja? Also 2 wäre die leichteste Schwierigkeit, 7 ist die höchste Schwierigkeit. Alle Punkte, die sie über den RP-Tracker bekommt, werden dann mal genommen mit der Schwierigkeit. Ja, deswegen kommen die jetzt auf 107 Punkte. Plus die Punkte natürlich, die sie während des Spiels bekommen hat, über die Ressourcen. Ja, das war's. Also gewonnen 107 zu 148. Das ist ganz ordentlich. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Jetzt bin ich durch. Jetzt trinke ich erstmal einen. Und dann quatschen wir mal kurz übers Fazit. Prost erstmal. Eia. Bah. So, nämlich. Was ist der Eindruck nach der Runde von dem Spiel auf mich? Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, ich war damals zum Kickstarter erstmal ein bisschen vorsichtig, weil mich tatsächlich die Optik ein bisschen abgeschreckt hat. Jetzt im Nachhinein, wenn man es vor sich liegen hat, ist es gar nicht mal so schlimm. Im Gegenteil, das ist ganz schlüssig. Hat es ja auch am Ende mit den Ressourcen, den Tieren und dem Ökosystem zu tun. Also passt, es spiegelt sich überall wieder auf den Ökosystemkarten, die Biome passen, die Ressourcen passen farblich, die Kreaturen passen. Alles okay, so schlimm ist es gar nicht. Es ist bunt, keine Frage, aber man gewöhnt sich schnell dran, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. So. Mechanisch.
Das ist halt genau das, was ich von dem Spiel erwarte, muss man ehrlicherweise sagen. Ich hatte jetzt in letzter Zeit ein paar Spiele auf dem Tisch und keins davon hat mich, mal bis abgesehen von Wayfarers, hat mich wirklich so reingezogen und gedanklich so gefordert, dass ich so viel Spaß hatte wie hier jetzt. Also absolut genial. Mir hat es richtig, richtig Laune gemacht. Das mit mehreren Spielen wäre eine coole Sache, bin ich gespannt. Macht bestimmt auch riesig Spaß. Klar, man könnte jetzt sagen, der hat ja abgekupfert. Ja, also der Daniele Taschini hat hier zum Beispiel den Rundentracker schon bei Teotihuacan in einer ähnlichen Variante drinnen. Ja, also immer wenn ich einen Arbeiterwürfel entsprechend sterben lasse, geht der Marker eins weiter und verkürzt damit die Spieldauer. Hier ist es ähnlich, wenn ich eine Kreatur einsetze, also hier oben in dem Borderland, auch da reduziere ich dann die Länge des Spiels. Ja, wenn ich aufpasse und da nichts mache, kann ich relativ lang spielen, aber wenn ich da was mache, dann geht es halt echt schnell. Dann hier das Verschieben der Tracks. Ja, auch hier wieder geht man hin zu Taschini und guckt auf Zolkin. Ähnliches System hat er hier bei Zolkin drinnen, mit dem, dass ich die Scheiben weiterdrehe. Hier bewege ich nicht ein Rad, sondern schiebe die Reihe an sich weiter. Ich habe einen bestimmten Einsatzpunkt, bei dem ich die Arbeiter einsetzen kann. Ich kann die Arbeiter rausnehmen. Je länger ich warte mit dem Rausnehmen, desto besser werden die Aktionen, die ich dafür bekomme. Also auch da wieder Ähnlichkeiten zum Taschini. Aber ich sage es ganz ehrlich, egal, weil die Taschini-Spiele sind dermaßen genial, also finde ich zumindest. Und sie tun dem Spiel hier nicht schlecht und er hat es wirklich nicht 1:1 kopiert, sondern hat es ein bisschen abgewandelt und auf Science umgemünzt. Ja. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man muss genau versuchen, das Spiel zu lesen und zu gucken, was brauche ich, was mache ich wann, wo bringe ich welchen Arbeiter hin. Ich muss daran denken, dass ich mir wieder Arbeiter hole. Das Highlight für mich war dann aber trotzdem das Ressourcensystem, wo ich wirklich sage, okay, über die Ressourcen kann ich nochmal Punkte realisieren, indem ich sage, Ressourcen, die ich zwar sammle in meiner Runde, aber nicht verbrauche, kann ich in Punkte umwandeln oder wandle ich in Punkte um. Und danach stehen die für jeden zur Verfügung. Also auch für mich nochmal in der nächsten Runde. Absolut genial. Hat mir sehr gut gefallen. Also es ist auch mit den Spirits als Energieausgabe, ja, und dass man dann ein bisschen gucken muss, auch gegen Ende des Spiels, dass man nicht in den Minusbereich rutscht, wenn man am Anfang auf jeden Fall in den Minusbereich geht, weil du da noch nicht so viel bekommst. Geile Sache. Dann obendrauf noch, zu dem, was ich hier alles machen kann, kommt dann noch der Puzzlemechanismus in meinem Ökosystem mit rein. Und nicht nur der Puzzlemechanismus im Ökosystem, sondern ich muss das Ganze ja verbinden mit den Kreaturen, die ich hier reinsetzen möchte, dass ich möglichst viel Synergie bekomme. Und zusätzlich noch muss ich schauen, was habe ich hier in dem Saisonbereich an Wertungsmöglichkeiten, um das miteinander zu verknüpfen. Boah, baff, absolut geil. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich stehe auf so eine Scheiße. Es sieht aus wie ein Familienspiel, easy peasy, lalala, ist es aber nicht. Für mich geht es schon in die Expertenrichtung. Und was heißt, es geht in die Expertenrichtung? Das ist für mich ein Expertenspiel, Punkt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, es gibt viel zu durchdenken. Man kann sehr gute Ketten hinbekommen, tatsächlich. Wenn man genau überlegt, wann setze ich wen wo ein und nimm wen wo wieder raus. Geil. Also zwei Daumen hoch, wenn ich mehr hätte, würde ich auch mehr hochgeben. So, ich schalte mal wieder um auf die Facecam. Da sieht man auch die zwei Daumen nach oben besser. Also nochmal zwei Daumen hoch für dieses absolut geil gelungene Einstandswerk von, ich kann meinen Namen immer noch nicht merken, Dani Garcia. Ich habe zumindest noch kein Spiel von ihm gesehen. Kann sein, dass er schon irgendwas gemacht hat und ich kenne es einfach nicht oder habe es nicht gefunden. Geil, absolut geil. Hat er super gemacht. Wenn da noch mehr so Zeug kommt, haben wir wieder einen on top, auf den man sich freuen kann. Schön.
Der Automa hat gut funktioniert, war einfach zu handeln, hat gut Punkte gemacht, aber vielleicht zumindest für einen Vielspieler, der oft solche Spiele spielt, ein bisschen zu simpel. Ich bin in der Mitte eingestiegen, Schwierigkeitsgrad 4. Es ist noch Luft nach oben, ich kann bis zur 7 gehen. Werde ich beim nächsten Mal dann auch ausprobieren und gucken, ob ich noch mehr rauskitzeln muss. Ja, so ist das. Also absolut genial. Klare Empfehlung von mir, geiles Teil, eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr auf dem Tisch hatte. Wayfarers habe ich euch leider noch nicht gezeigt, im Stream hatte ich aber schon auf dem Tisch. Und der hier kommt gleich danach. Absolut genial. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, genau. Wichtig, denkt dran, das Teil wird bei Skellig lokalisiert. Chris hat ja schon ein bisschen in die Richtung das Ding gelenkt. Er sitzt ja gerade mit über der deutschen Anleitung. Das kommt auf Deutsch bei Skellig raus. Geile Sache. Wann, weiß ich noch nicht. Ich kann euch auch gerade nicht sagen, ob Skellig, wie es zum Beispiel bei Eagle Griffin oft der Fall ist, die Kickstarter-Optionen, da gibt es noch eine Erweiterung dazu, die nennt sich Midnight River. Da kommen dann noch drei weitere Kreaturen dazu, positiv wie negativ, die man zusätzlich mit einflechten kann und noch ein Sideboard ist dabei. Außerdem gibt es für den Geschenkebereich hier gibt's Karten zum Auswechseln, dass da nicht immer die gleichen Geschenke drauf liegen. Genau, und die Schächtelchen sind in der Kickstarter-Variante mit drin gewesen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann in der Retail auch so sein wird. Also in der Variante, die ihr von Skellig kaufen könnt. Keine Ahnung. Bin ich raus. Jo, das war's. Skellig November geht weiter. Nächsten Samstag geht's wieder richtig heiß zur Sache. Ich habe Anachrony da. Anachrony wird ja auch von Skellig nochmal als deutsche Version rauskommen, lokalisiert in der Essential Edition. Ich habe das ja schon mal gebracht, aber ein bisschen was ist trotzdem neu. In der Essential Edition ist der Solo-Modus nicht mehr drin. Dazu braucht ihr die Fractures of Time Erweiterung. Ich habe alle vier Erweiterungen da, also auch die Exosuits, die Future Imperfect. Und die, wie heißt sie, Warning, kann ich gerade nicht lesen, egal, nochmal eine Erweiterung. Das schauen wir uns alles an und werden das natürlich auch spielen, wie diese Woche auch. Den Abschluss im November, im Skellig November, macht dann Come Together und dieses Come Together werde ich auch verlosen an euch. Also ich werde es euch zeigen, wir werden es einmal spielen und dann dürft ihr eine Frage beantworten und der es als erstes beantwortet, kriegt dann dieses Spiel Come Together. Also nicht das hier, sondern Come Together. Aber erst Ende November, nächsten Samstag erstmal Anachrony. So, jetzt lesen wir, was habt ihr geschrieben? Naja, Barcelona war etwas früher. Warte, hier oben hast du geschrieben. Glückwunsch, bla bla. Ich mag die Boxen für die Aufbewahrung der Ressourcen. So etwas sollte es öfter geben. Ja, da hast du recht. Ist cool gemacht, tatsächlich. Oder meinst du jetzt bei Barcelona? Keine Ahnung. Egal, weiß ich nicht. Barcelona sind da Boxen drin zur Aufbewahrung? Kann mich nicht erinnern beim Auspöppeln. Ja, egal. Bei Arborea war der Kickstarter früher, aber Barcelona kam ja direkt. Ja, genau, kam. Ja, richtig. Hab das Spiel vorher nicht gekannt. Muss sagen, nach deinem Stream ist mein Interesse geweckt. Ja, Andi, ganz ehrlich, das ist genau dein Ding. mal schauen, ob mein Interesse sich über die Zeit festigen wird. Mal gucken. Also Andi, ich habe ja schon ein bisschen mit dir gespielt. Du bist ja Fan von Taschini-Spielen. Das Ding ist nach deinem Geschmack, bin mir ziemlich sicher. Inventions fehlt noch. Ja, da hast du recht. Jo, fertig. Das war's, ich bin durch. 23:14. Wir waren ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Septima. Und tatsächlich hat mir das um einiges mehr gefallen als Septima. Aber gut, ist halt manchmal so. Es kann nicht jedes Spiel gleich gut sein. Fertig. Dann würde ich sagen, sind wir durch. An euch, schön, dass ihr dabei wart. Dass ihr auch, wenn das ein Spiel ist, das gerade unterm Radar ein bisschen läuft, Interesse gezeigt habt, dabei wart, mitgemacht habt.
Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Wer noch nicht abonniert hat, gerne auch ein Abo da lassen. Dürft mir gerne auf Instagram folgen, auch kein Ding. Und gerne auch hier, wenn dann das Video on demand auf YouTube verfügbar ist, kommentieren, wie euch dieses hier gefallen hat und ob ihr vielleicht auch einsteigen werdet und euch das Spiel besorgt. Wäre cool. Frag doch Skelling mal, ob du das auch noch bekommst oder steht das schon fest? Inventions steht schon fest, alles gut. bin schon dabei. Danke für den Stream. Ja, Andi, gerne, gerne. Chris, ich bin in der Reihe, ich bin mit eingereiht in der Reihe derer, die es gerne zeigen wollen. Also ich werde es auch bekommen und euch natürlich vorführen, keine Frage. Ja, das war's. Ich wünsche noch einen schönen langsam, der Kopf ist leer nach dem Spiel. Einen schönen Restsamstag, einen schönen Sonntag und einen guten Start in die nächste Woche. Wir sehen uns entweder Montagabend bei mir im Discord zum Spieleabend oder dann nächsten Samstag zu Anachrony. Macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß, spiel viel und ich bin raus. Arrivederci. Thank you.